Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Tacheles mit Röper und Stein. Hier ist die Ausgabe Nummer 51 und heute schauen wir natürlich wieder auf die letzten zwei Wochen, alles was Thomas aufgearbeitet hat. Wir schauen heute mal nach Tansania, da gibt es nämlich auch ganz interessante Entwicklungen bezüglich der Covid-Regulierungen, das hat dem Spiegel gar nicht gefallen. Dann gucken wir in die Ukraine, Mr. Zelensky ist dabei, sich Richtung Amerika weit zu öffnen sozusagen, sprichwörtlich. Und der Herr Nawalny ist in Russland momentan ja in einer neuen Situation angekommen. All das und noch viele andere Themen, das besprechen wir jetzt in der neuesten Ausgabe von Tacheles. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Thomas, dann lass uns nochmal neu anfangen. Hier, wir beide sehen gerade leicht genervt aus, weil wir jetzt den vierten Anlauf machen mit der Aufzeichnung. Zuerst hat das nicht gepasst, dann das nicht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Anläufe wir jetzt hier gemacht haben. Deswegen, der Zuschauer möge unser leicht genervten Anblick entschuldigen, aber es ist echt nervig, wenn man hier gegen die Technik kämpft die ganze Zeit. So, wir steigen wieder ein in die Themen. Wir hatten ja fast täglich Kontakt. Geht's dir soweit gut erstmal? Ja, alles bestens, wie gesagt. Ich will jetzt nicht wieder damit rumprahlen, aber hier ist ja Corona praktisch Geschichte. Mhm. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, mir geht's gut. Wetter ist toll, so -6 Grad, angenehm, viel Schnee. Das ist ja in Russland, das ist ja scheiße, wenn das 0 Grad hat, weil dann ist alles Schneematsch überall. Ja. Aber so -4, -5, -6 und mehr, das ist okay, kannst dich warm anziehen, dann viel Schnee, sieht schön aus. Also mir geht's gut. Okay, alles klar. Und dein Rum, der hat sich auch noch nicht ganz verflüchtigt, den gibt es noch, oder? Den gibt es noch, ja, den wird es noch eine Zeit lang geben. Ich habe jetzt Freunde hier gehabt, die auch sowas zu schätzen wissen. Und dann haben wir nochmal schön degustiert und sind dann auf ein anderes Getränk umgestiegen nach dem ersten Glas, weil das ist ja wirklich zu schade, um den so zu trinken. Aber ja, also er ist wirklich, man merkt den Unterschied. Er ist, ob das jetzt so viel Geld kosten muss, ist eine andere Frage, aber er ist wirklich ein großer Unterschied zu allem, was man sonst an gutem Rum kauft für den 100-Euro-Bereich. Das ist schon wirklich was anderes. Die große Degustierung, aha, das Wort ist auch lustig. Ja, so, bevor uns jetzt wieder alles abkackt hier, lass uns gleich einsteigen in die Themen. Ich bin jetzt gerade innerlich so, ich warte drauf, dass jeden Moment wieder alles abkackt hier. Ja, also, ich mache ja auch eine Backup-Aufzeichnung. So. Lass dir nichts anmerken, wenn es abkackt, dann nehmen wir meine improvisierte Backup-Aufzeichnung hier. Wir werden sehen, wir sehen jetzt gleich, was draus wird. Also, wir starten mit unserem ersten Thema der Woche, nämlich mit dem großen Liberalen, wofür der Nawalny wirklich steht. Ja, Nawalny ist natürlich das Thema der Stunde, gerade in deutschen Medien. Der Mann ist ja omnipräsent seit Oktober, seit diesem angeblichen Giftgasangriff, Anschlag, den er da hat erleiden müssen. Und jetzt ist er natürlich tagtäglich Gast in unseren Nachrichtensendungen. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus mit ihm. Wie ist denn seine momentane Situation und vor allem, was heißt denn der große Liberale? Wofür steht er denn eigentlich wirklich? Ja, damit sollten wir mal anfangen und das werde ich einfach mal zeigen, weil ich werde auch oft gefragt. Ne? Heißt ja mal Nawalny, wäre so ein Nationalist. Ja, dann habe ich da einfach gesagt, gut, man kann viel drüber schreiben, aber vielleicht lasse ich ihn einfach selbst zu Wort kommen. Es gibt ein Video, das ist zwar alt, über 10 Jahre, aber da sagt er Folgendes und das können wir uns gleich noch angucken. Oder ich kann es auch drüber sprechen. Also hier ist das Video. Und Nawalny sagt dann Folgendes. Guten Tag, heute sprechen wir den Kampf gegen Insekten. Niemand ist sicher davor, dass eine Kakerlake in ihre Wohnung kommt. Pfui. Oder dass eine Fliege durchs Fenster reinkommt. Wir wissen alle, gegen Fliegen helfen Fliegenklatschen, gegen Kakerlaken helfen Hausschuhe. Aber was machen, wenn die Schädlinge zu groß sind, keine Fliegenklatschen mehr hilft? In dem Fall empfehle ich eine Pistole. So. Das ist das, was äußert sich Nawalny über Südländer und Moslems. Aha, der hat da gerade eben mal im Studio so getan, wie wenn er jemand erschießt. Ja. Machst du Bildschirmteilen bitte beenden? Naja, mach Schluss. Ist klar. Also das ist Nawalny mit seinen Einstellungen und das Video ist alt, er hat sich davon nie distanziert und wer seine Seite liest, der sieht, dass der Mann bis heute Migranten generell als ungebildete Moslems bezeichnet, als ungebildete Extremisten. Sorry. Da stand irgendwas, wo dieser Mensch eingeblendet wurde, Homo sapiens, Bezilus, was stand da unten dran? Weiß ich, müssen wir nochmal nachgucken. Ja, okay, auf jeden Fall hat er da Menschen damit gemeint einfach. Ja, okay. Ja, also Zuwanderer.
Also, so, nicht? Also das, wie gesagt, zu dem Thema der große Liberale. Nein, er ist ein Rassist und Nationalist. Aha. Immer gewesen. Nur so am Rande. Okay, und wie geht's dem Herrn Nawalny jetzt gerade? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe gehört, russische Gefängnisse sollen so schön nicht sein. Und da kommt jetzt eine Strafkolonie. Und da wird er dann 2,5 Jahre sitzen müssen. Was ja in Deutschland so als Unrecht und so dargestellt wird. Da muss ich vielleicht auch noch was zu sagen. Nawalny ist 2013 verurteilt worden wegen Betrug. Und 2014 nochmal. Nawalny ist der einzige Mensch, der 2 Bewährungsstrafen gleichzeitig hatte. Also nach der ersten Verurteilung kam die zweite, auch auf Bewährung. Aber obwohl er in der Bewährung, ist die erste Bewährung auch nicht aufgehoben worden. Wie erklärst du dir das? Da hat Russland ein Auge zugedrückt, dass sie sagen, damit es hier keinen Ärger gibt mit dem Westen, stellen wir uns hier gut hin oder was denkst du? Keine Ahnung, soll jeder spekulieren, wie er will. Ich nenne jetzt nur die Fakten. So, und dann hat Nawalny die Bewährungsauflagen gekriegt. Ist ja auch normal in jedem Land der Welt. Unter anderem durfte er nicht zu ungenehmigten Demonstrationen aufrufen und er musste sich 2-mal monatlich bei der Polizei melden. Wir wissen alle, dass der Mann jedes Jahr mehrmals zu Demonstrationen aufruft, die nicht genehmigt sind. Dann kommt er auch jedes Mal in Ordnungshaft. Für 30 Tage maximal ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber es ist jedes Mal ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Und bei der Polizei hat er sich auch nicht immer gemeldet. Bei dem Gerichtsverfahren jetzt hat der Staatsanwalt 15 Minuten gebraucht, um alle Verstöße gegen die Bewährungsauflagen runterzuzählen, weil es 60 Stück waren. Jetzt muss mir mal einer in Deutschland erklären, wenn einen auf Bewährung verurteilt hat, der draußen ist, 60 Mal gegen seine Bewährungsauflagen verstößt, ist der dann noch frei oder kommt der in den Knast? So, die Richterin hat dann auch die Strafvollzugsbehörde furchtbar ausgeschöpft, nach dem Motto, wie habt ihr da so lange zugeguckt, der hätte ja viel früher eingreifen müssen. So, und jetzt haben sie eingegriffen, Bewährung gestrichen und er muss es absitzen. Wobei sie auch da noch wieder gnädig waren. Während des Prozesses war er 11 Monate in Hausarrest und den Hausarrest haben sie auf die Gefängnisstrafe angerechnet. Und deshalb ist er nicht 3,5 Jahre, sondern 2,5 Jahre jetzt nur aus dem Verkehr gezogen. Okay, also ich höre raus in deinen Worten, dass du das jetzt nicht sehr ungerecht empfindest, was ihm da gerade passiert ist, weil in den deutschen und gerade in den transatlantischen Medien natürlich dieser Fall genommen wird, um die antirussische Stimmung weiter anzukochen. Es ist juristisch völlig eindeutig. Also wir können auch noch darüber reden, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das Urteil von 2014 für exzessive Anwendung des Strafrechts gehalten hat. Also nach dem Motto, wäre zu streng gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das Urteil besteht. Und was Nawalny eigentlich erreichen wollte vor dem Europäischen Gerichtshof war, dass der seine Verurteilung als politische Verfolgung einstuft. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt. Also auch da ist jetzt nicht viel zu machen. Und in Russland, es gibt Leute, also ich habe eine Bekannte, deren Mann sitzt im Gefängnis. Das ist ein Putin-Gegner und der ist auch wegen irgendwas da mal, hat irgendwo randaliert oder was. Egal. Den Mann selbst kenne ich auch gar nicht. Das ist ein Putin-Gegner. Aber der hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Nawalny solche Sonderrechte hat, während er sitzen muss. Ja? Also das ist, wie gesagt, der Nawalny wurde so mit Samthandschuhen schon angefasst, dass, wie gesagt, die Erklärung kann sich jeder selbst überlegen. Ich habe keine. Aber Fakt ist, rein objektiv, versuch mal in Deutschland als auf Bewährung Freigelassener 60 Mal gegen deine Bewährungsauflagen zu verstoßen. Viel Spaß. Was heißt das jetzt für die nahe Zukunft? Wird der Fall noch weiter instrumentalisiert werden? Wie ist so deine Wahrnehmung gerade? Ich meine, Nord Stream 2 wird auch immer heftiger dagegen geschossen. Da gibt es immer mehr Politiker, die sich auch offen dagegen positionieren, die bis jetzt neutral, bis eher befürwortend waren. Es schwankt so in meinen Augen, dass das langsam komplett kippt, dieses Projekt, was ein 10-Milliarden-Projekt ist, was jetzt kurz vorm Aussteht wahrscheinlich. Müssen wir abwarten. Merkel sagt immer noch, dass das nichts damit zu tun hat und Nord Stream 2 weitergehen muss. Und muss man jetzt mal abwarten, ob sie die jetzt endlich abschießen, damit sie einen hinsetzen, der das Ding stoppt. Aber ich glaube, Merkel wird das nicht tun. Also müssen wir abwarten. Also der Fall wird natürlich weiter durch die Medien gepeitscht. Das ist klar, wir werden noch eine Zeit lang von hören. Aber danach wird es ja dann still um Nawalny. Dann sitzt er im Knast und kann nicht mehr vor die Kamera. Das heißt, die Frage ist jetzt, werden uns die Medien 2,5 Jahre damit bespaßen, über den Märtyrer Nawalny zu berichten, der vom bösen Russland weggeschlossen wurde? Oder bauen sie jetzt einen neuen auf? Da gibt es ja bei Nawalny eine Organisation, ich habe das schon erzählt, gibt es eine Lubov Sobel, eine junge Frau, Anfang 30, sehr hübsch. Die wird in den Medien immer öfter erwähnt. Kann gut sein, dass die jetzt direkt dann in die Fußstapfen tritt und weitermacht, dass wir dann eben demnächst ein neues Gesicht sehen. Abwarten. Mhm.
Okay, ein neues Thema. Der nächste Reiter, den ich aufgemacht habe, der hat auch direkt damit zu tun, mit dem, was wir gerade besprochen haben. Neue Gesetzesinitiativen. Russland greift durch, aber nicht gegen Demonstranten. Es sind eben jetzt mehrere neue Gesetze beschlossen worden oder eben in der Diskussion, die zum Ziel haben, dass wenn man zu illegalen Aktionen aufruft, dass da härter bestraft wird dagegen. Das Demonstrationsrecht selber, das soll aber nicht verschärft werden. Kannst du uns das ein bisschen näher erklären, was damit gemeint ist? Ja, also Russland ist ja, verliert ja generell die Geduld. Also Russland hat schon ein Gesetz, da habe ich schon über berichtet, ein Gesetz erlassen, das jetzt die ganzen sozialen Netzwerke an die kurze Leine nehmen soll. Und zwar YouTube und so weiter, Twitter, wie sie alle heißen, Facebook, zensieren immer öfter russische Blogger, russische Nachrichten und so weiter. Und da hat Russland jetzt gesagt, hat ein Gesetz erlassen, dass jetzt kann sich jeder, der von denen zensiert wird, jeder Russe, kann eine Beschwerde an die russische Medienaufsicht schreiben. Und dann wenden die sich zum Beispiel an YouTube und sagen, pass mal auf, ihr habt jetzt genau irgendwie einen Tag, um den wieder freizuschalten, sonst gibt es eine Strafe. So, die Geldstrafen sind erstmal witzlos, aber im Wiederholungsfall oder wenn YouTube diese Dinge nicht umsetzt, droht Russland damit an, den Traffic zu verlangsamen. Sprich, dann wird YouTube-Videos gucken nicht mehr so toll sein in Russland auf YouTube oder sogar ganze Sperrungen. Und dann werden wir ja sehen, ob YouTube eine Firma ist, die den russischen Markt, am russischen Markt Geld verdienen will. Das ist ein Riesenmarkt. Russland ist ausgesprochen internetaffin. Oder ob YouTube tatsächlich nur Politik machen will und dann eben riskiert, in Russland gesperrt zu werden. Wir werden es erleben. Außerdem sind soziale Netzwerke jetzt nach einem weiteren Gesetz verpflichtet, ab sofort eine ganze Liste von illegalen Dingen sofort zu löschen, sonst gibt es auch Strafen. Zum Beispiel. Ich lese es runter. Kinderpornografie, Informationen, die Minderjährige zu lebensbedrohlichen Handlungen verleiten, unflätige Sprache, das ist sehr russisch. Es gibt im Slawischen eine Schimpfsprache, die gilt als sehr unanständig und die ist in Russland in der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt gewollt. Dann Beleidigung der Menschenwürde und der guten Sitten, Aussagen, die Menschen aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Nationalität, Sprache, Religionszugehörigkeit, Beruf, Wohnort, Arbeit oder politischer Überzeugung beleidigen. Aufrufe zu Massenunruhen, Extremismus, in Deutschland würde man sagen Volksverhetzung, Terrorismus oder zur Teilnahme an nicht genehmigten Aktionen. Also, wenn jetzt in Zukunft YouTube oder Twitter Tweets verbreiten, in denen zur Demonstration aufgerufen wird, dann hagelt es Strafen, das dürfen sie nicht mehr. Verherrlichung von Gewalt, Veröffentlichung, die Gesellschaft, den Staat und seine Symbole, die Verfassung oder die Organe der Staatsmacht offen verunglimpfen. Werbung für Internet-Casinos und Online-Verkauf von Alkohol. Das ist sehr russisch. Also, die Russen gehen gegen Glücksspiel vor und Alkohol wird sehr streng kontrolliert, der Verkauf. Darum kannst du Alkohol nicht online bestellen. Deshalb musste ich mal rum übrigens zu einem Geschäft liefern lassen, wo ich dann hinlaufen musste, den abholen musste. Da wurde ich nach Hause geliefert. Anleitung zur Herstellung, Zubereitung und des Konsums von Drogen und Anleitung und Aufruhr zum Selbstmord. So, diese Dinge sind alle jetzt in Russland den sozialen Netzwerken verboten und die müssen solche Aufrufe auf Russisch in Zukunft löschen. Also in meinem Ohr klingt es im ersten Moment jetzt gar nicht so unvernünftig, wenn man Kinderpornografie und Aufruf zu Extremismus löschen muss. Aber den Rest, was du aufgeführt hast, so gegen mit den Symbolen des Staates und so weiter, ich bin mir sicher, dass es bald irgendeinen Artikel gibt, der das genau anders sieht, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Nämlich, dass das wieder mal ein Zeichen dafür ist, wie oppressiv dieser Staat eigentlich ist, wie sehr der russische Staat jetzt hier in die Meinungsfreiheit eingreift. Glaubst du, dass wir solche Artikel finden können bald? Ja, ganz sicher. Aber es, wie gesagt, in Deutschland macht das sein, dass jeder die Deutschlandfahne verbrennen darf. Man versucht das mal in Amerika. Ne? Also, dass ein Staat seine eigenen Symbole schützt, ist in Deutschland vielleicht undenkbar, aber die meisten Staaten der Welt ziemlich normal. Also, das ist aus deutscher Sicht immer komisch, weil wir ja alles, was irgendwie mit unserem Staat ist, sind wir ganz empfindlich. Aber sobald man über die deutsche Grenze fährt, in anderen Ländern sind solche Dinge, ein gewisser Respekt vor den staatlichen Symbolen, völlig normal. Patriotismus ist ja in anderen Ländern gang und gäbe, ist ja nur in Deutschland verrufen. Von daher, klar, die deutsche Presse wird genau die Dinge nehmen, die für Deutsche ungewöhnlich klingen und dann sagen, guck mal, die bösen Russen. Könntest du dir so ein Gesetz auch in Amerika vorstellen? Also sprich, dass diese ganzen Beschränkungen jetzt auch für das Silicon Valley gelten sollten, müssten? Ich kann mir sowas in Deutschland vorstellen. Das heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da gibt es ja auch Strafen, wenn die sozialen Netzwerke nicht dies oder jenes, was da als Hate Speech oder sonst wie genannt wird, löschen. Und da reden wir von Millionenstrafen sofort. Und Kinderpornografie ist in Deutschland auch verboten. Und die zu zeigen, ist auch verboten.
Und Aufrufe zum Selbstmord und so sind auch verboten. In jedem Artikel, wo irgendwas über Selbstmord steht, steht unten immer noch der Zusatz, der Kasten. Wenn Sie sich mit Suizidgedanken tragen, rufen Sie diese und jene Hotline an. Ja, ja. Das sind alles jetzt Sachen. Es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass Russland diese Sachen bisher nicht verboten hat. Also, ne, gut, waren ja verboten, aber in sozialen Netzwerken waren sie erlaubt. Mhm. Das wird jetzt auch nochmal konkret angefasst und bestraft werden die sozialen Netzwerke. Die müssen sowas löschen. So, nur das ist eins der Gesetze. Ein weiteres Gesetz, wo Russland jetzt dran geht, der Aufruf zu ungenehmigten Demonstrationen soll in Zukunft eine Straftat werden. Das war bisher alles Ordnungswidrigkeit. Also das, ja, also was Nawalny quasi als Hobby hatte bisher. Genau. Ja. Das soll eine Straftat werden. Und eine Straftat soll es auch werden, wenn jemand Sanktionen gegen Russen oder russische Firmen fordert. Das hat Nawalny auch gerade getan. So, all diese Dinge wollen sie jetzt unter Strafe stellen, weil ich meine, ist ja ein Unding. Stell dir mal vor, in Deutschland stellt sich einer hin und sagt, ich fordere Amerika auf, Sanktionen gegen Siemens zu verhängen oder gegen Mercedes. Da würden die ganzen Politiker Sturm laufen und sagen, hey, das sind deutsche Arbeitsplätze, kannst du doch nicht machen. Mhm. Ja, also in Russland macht Nawalny das nach dem Motto, ist mir doch scheißegal, ob Leute arbeitslos werden. Ist ja in Weißrussland auch. Die weißrussische Opposition fordert ja auch Sanktionen. Also das sind so Sachen, das wollen die Russen jetzt alles unter Strafe stellen. Aber wie gesagt, im Demonstrationsrecht ändert sich nichts. Also du kannst trotzdem zu so einer ungenehmigten Demo hingehen und das ist und bleibt in Russland eine Ordnungswidrigkeit. Du wirst auf die Wache genommen, Personalien festgestellt, kriegst du Strafzettel, gehst wieder nach Hause. Also ich sehe jetzt schon die Berge aus Schaum, die bald aus den deutschen Redaktionsstuben hervorquellen wird vor Wut und Empörung über diese Maßnahmen. Ich meine, das ist so lächerlich mittlerweile, diese ganze antirussische Propaganda. Und das kommt nur mir so vor oder hat die in den letzten 2 Wochen extrem Fahrt aufgenommen, seit Mr. Biden jetzt da im Weißen Haus residiert? Das war immer so, da hat sich nichts geändert. Ich meine, es geht ja kaum noch schlimmer. Das ist ja, ich schreibe ja auch ständig drüber, das gibt es ja fast täglich. Die machen ja alles, ist ja alles antirussisch. Vor 2 Jahren eine ARD-Sendung zu Weihnachten, wo sie gezeigt haben, wie in verschiedenen Ländern Weihnachten gefeiert wird und wie Deutsche, also Ausländer in Deutschland, das feiern. Brasilianer, ein Afrikaner und ein Russe. Und bei dem Russen konnten sie auch nicht umhin zu erzählen, dass er in seiner Heimat gar nicht alle Lebensmittel verfügbar sind. So ein Schwachsinn. Ja? Sie konnten nicht umhin, selbst bei einem blöden Ding über Weihnachtstraditionen in verschiedenen Ländern noch irgendwie Blödsinn über Russland reinzufügen. So frei nach dem Motto, wir werfen mit Dreck ein bisschen, was bleibt immer hängen. Ja, es geht nicht anders. So, also es ist ja nichts Neues. Und das wird ja teilweise auch so unterschwellig gemacht. Wie gesagt, eine Weihnachtssendung, hübsch, ne? Wer viel feiert. Der liebe Russe feiert bei uns Weihnachten, seine Traditionen sind schön. Aber in Russland kann er natürlich nicht alle Lebensmittel bekommen. Mhm. Blödsinn. Also wirklich, es ist, wie gesagt, Schwachsinn ohne Ende. Springen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Falls sich die Zuschauer jetzt fragen, warum es hier immer so einen kleinen Blitzdings gibt, ja, das ist, weil wir die Aufnahme stoppen und stückeln. Wir wollen nicht wieder alles einsprechen und dann wieder von vorne anfangen. So, was wir haben, das haben wir und dann arbeiten wir uns sozusagen durch. Ich schneide das dann halt alles mit viel Kleinmühe zusammen. Aber so kommen wir auch hoffentlich dann dem Ganzen näher. Ja, weil das wäre ja ärgerlich. 2 Stunden geredet und so 3 Minuten vor Schluss macht paff. Paff. Und das weiß noch, wo wir eine der ersten Sendungen aufgezeichnet hatten und ich habe gemerkt, die Aufnahme lief gar nicht. Oh, ich war sauer. Ja. Mann, war ich sauer. Wir hatten fast eine halbe Stunde gequatscht und dann sagst du, übrigens, Thomas, wir haben gar nicht aufgenommen. Ja, ja. Ich hätte dich erwürgen können. Und vor allem, wie sauer ich dann war, dass ich die Aufnahme dann doch gefunden hatte, aber sie war in einem anderen Ordner. Also wir haben es dann doppelt falsch gemacht, aber das war halt Learning by Doing. Und jetzt sind wir ja schon bei Ausgabe Nummer 51, also die Lernkurve war doch etwas da. Aber zurück zu unseren Themen. Es ist ja auch ein Thema, das in den letzten Tagen wirklich sehr durch die Medien geistert, Putins Palast. Also der große Aufreger, ja, wieder mal ein Beweis dafür, was für ein despotisch protziger Mensch der Putin doch eigentlich ist. Dein Artikel heißt, die Geschichte von Putins Palast ist kalter Kaffee und die deutschen Medien wissen das auch schon seit 10 Jahren. Ich möchte nur kurz auf diesen einen Film hinweisen, den du übersetzt hast und den dann der Frank eingesprochen hat, wo russische Fernsehleute einfach mal auf die Baustelle gegangen sind von diesem angeblichen Palast. Das alleine ist ja schon so eine Relotius-Nummer, weißt du so, wenn man den Film ich von... Ich zeig's einfach mal nebenbei. Ja, genau. Erzähl einfach weiter, ich blende das ein. Ja. Erzähl mal. Moment, halt, dann, du machst das genau. Das ist der Beitrag, mach mal Vollbild bitte. Dann,
Und hier ist jetzt also der Beitrag vom Antispiegel. Wir sehen einen russischen Moderator von einer Fernsehseite, von einer Fernsehserie, der diesen angeblichen Palast, wie wir ihn hier in der Animation aus dem Nawalny-Film sehen, begutachtet. Und was man sieht, ist eben nicht das Hochglanzbild, was es bisher gab aus dem Film, sondern das ist eine Baustelle. Da gibt es keinen Fußboden, da gibt es keine Verkleidungen an den Wänden, Möbeljahr ist sowieso nicht zu sehen. Das ist jetzt wieder mal ein Bild aus den Fantasieträumen der Nawalny-Filmemacher aus dem Schwarzwald, sondern so sieht es da aus. Und Thomas, wie siehst du die Sache? Ja, wir wissen ja inzwischen eigentlich ziemlich genau, wie das Ding gelaufen ist. Und zwar das Studio im Schwarzwald, die haben ja im Interview gesagt mit den Regionalzeitungen dort, die Familie Weiland, denen das Black Forest Studio gehört, sie haben einen Anruf aus Amerika gekriegt. Die haben also einen Vertrag mit Amerika gemacht, Amerika hat bezahlt, dann kam Nawalny, hat da eben gedreht. Und offensichtlich, wie man an der Übersetzung sehen kann, an der russischen, war der Text auch aus Amerika. Weil da gibt es so Übersetzungen, ne? Der Mudroom, es ist ein Eingangsbereich, aber Nawalny hat das nicht gewusst. Der hat also Mudroom wörtlich übersetzt als Dreckraum, Raum für Dreck, wo er gesagt hat, wozu braucht Putin 18 Quadratmeter Raum für Dreck? In Wirklichkeit ist es ein Eingangsbereich zu einem der Hotelzimmer, weil die unteren Hotelzimmer haben alle einen eigenen Eingang direkt nach draußen und eben auch einen Eingangsbereich. Und das ist das, solche Fehler sind da drin. Es ist also ziemlich eindeutig, das Video ist bezahlt und gemacht worden aus Amerika. Nawalny hat den Text übersetzt und eingesprochen, und zwar schlecht übersetzt. So, das sind Sachen hier, das ist jetzt, ne, so ein Eingangsbereich, mhm, ne, der dann als Mudroom, als Raum für Dreck bezeichnet wird. Das wieder eine Szene aus der Animation. Ja, das ist wieder die Animation, so sieht das laut Nawalny angeblich aus. Also sprich, dem Zuschauer wird suggeriert, Putin hat sich hier so ein Luxusschloss hingestellt mit einer Go-Go-Bar, mit Tänzerinnen und mit Stange, ja, und so weiter, wie im Nacktclub, im Nachtclub und so. Und noch ein Hinweis auch darauf, dass es eben nicht aus Russland ist. Die Russen wissen, wie ihr Nationaladler aussieht. Ja. Ja, also jetzt kommt das hier, das ist der Nawalny-Film. Und wie man sieht, ist der russische Adler, den Putin sich da angeblich hingestellt hat, der Adler von Montenegro, Gospodin. Genau. Montenegro. So, der russische Adler hat leider Gottes ein anderes Symbol. Ja, aber hier überall ist in dem Film das Ding aus Montenegro drin. Also, das haben keine Russen gemacht, das Ding. Ja, ist schlicht und ergreifend Quatsch. So. Von daher ist das eigentlich relativ eindeutig, was da von diesem Film jetzt zu mal haben. Eine Frage. Denkst du, dass diese ganze Vergiftungsnummer mit Novichok vielleicht nur ein vorgeschobener Grund war, dass der Herr mal so ein paar Wochen unbehelligt da im Schwarzwald seine Filmaufnahmen einsprechen konnte? Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, also diese Vergiftung ist für mich ein Riesenrätsel. Novichok fällt aus. Die offizielle Version, es gibt ja drei inzwischen. Zuerst war es der Tee am Flugplatz, dann waren es die Flasche im Hotel und am Ende war es seine Unterhose. Mhm. Selbst die Bundesregierung kann sich nicht entscheiden, wie es da nun passiert ist. Aber Sie wissen, dass es zweifelsfrei Nawalny war. Wobei die Beweise, die haben es dann ins OPCW weitergegeben. Alle Formeln, alle Untersuchungsergebnisse in dem Bericht sind geschwärzt. Also frei nach dem Motto, glaubt uns blind. Mhm. Also Nawalny wird es nicht gewesen sein. Also Nawalny wäre der erste Mensch, der nach einer Nawalny-Vergiftung nicht nur überlebt, sondern auch noch ohne gesundheitliche Folgen. Ja, es sieht ganz frisch aus in dem Film, ne? Ja, und laut The Lancet, also die Charité hat ja einen Bericht veröffentlicht am Oktober, Anfang Oktober im Lancet, und da war der schon gesund. Hm. Ja, also das ist auch der Grund, warum die Russen einen Haftbefehl gemacht haben. Wie gesagt, gesund, aber nicht nach Hause gekommen. Mhm. Du hast wieder 3 Monate lang deine gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Mhm. Ja, also es ist so. Wie gesagt, was das war, weiß ich nicht. Aber Novichok fällt für mich aus. Und es muss schon irgendwas wirklich Schlaues sein, dass die russischen Ärzte das nicht gefunden haben. Weil die haben ja auch untersucht. Also egal, wer ihm da was gegeben hat, wenn es denn so war, dann muss das schon verdammt gut sein. Oder die Russen haben recht und es war tatsächlich aufgrund von einer Pankreatitis ein Stoffwechselstörung, weil Nawalny irgendwie falsch gegessen und getrunken hat. Mhm. Die Russen sagen, er hatte Alkohol im Körper bei der Einlieferung ins Krankenhaus. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht, was da war. Aber wenn man es glauben will, kann man durchaus denken, das Ganze war von Anfang an gut geplant. Mhm. Wir holen Nawalny in die Schlagzeilen, Novichok kennt jeder, super Sache.
machen ein halbes Jahr Theater mit Novichok und dann warten wir, bis die Russen die Geduld verlieren, Haftbefehl ausstellen, dann fliegt er nach Hause, wird verhaftet. Vorher darf er noch das Filmchen machen, das jetzt zu seiner Verhaftung medienwirksam präsentiert wird, und das Gesamtpaket, Nawalny hat seine Schuldigkeit getan, jetzt kann er verrotten, sozusagen, jetzt wird der Nächste aufgebaut. So. Ja, vielleicht haben sie ja sogar gehofft, dass die Russen wieder alles durchgehen lassen. Ich meine, wie gesagt, 60 Verstöße gegen Bewährungsauflagen, das musst du erstmal hinkriegen. Yeah. Vielleicht haben sie auch wirklich gehofft, dass die Russen wieder sagen, komm, ist gut. Mhm. Aber ne, jetzt wird drei Monate formhalber absetzen und dann ist wieder vorbei. Jetzt wird dem Herrn Nawalny vielleicht etwas anders zumute sein, weil ich habe eine Doku gesehen über russische Gefängnisse, mein lieber Schwan, da möchte ich auf jeden Fall nicht drin stecken. Ja, wobei, das ist nicht mehr so. Also die Dokus sind, das sind alte Dokus. Ich habe einen Freund gehabt, der früher hier bei der Botschaft gearbeitet hat, ein Deutscher, und dessen Aufgabe war es, Deutsche inhaftiert in Russland zu betreuen. Mhm. Das heißt, er ist einmal im Monat im ganzen Großraum in die Gefängnisse gefahren und hat jeden einmal besucht. Das sind in der Regel Deutschrussen, die sich hier was haben zu Schulden kommen lassen. Und der sagt, gut, also es sind jetzt keine Kurhotels, aber ist absolut in Ordnung. Also ne, es ist eben, also ist vernünftig, ist viel gemacht worden. Es gibt eine Doku über schwarzen Delfin, Black Dolphin. Das ist so ein ganz berühmt-berüchtigter Knast, wo also Minimum dreifach lebenslänglich und so. Also da sitzen die ganz schweren Jungs drin. Ich glaube, da sind sie nach wie vor Weiß ich strenger. Nicht. Früher war es schlimm. Also früher waren die auch völlig überfüllt. Aber es ist besser geworden. Mhm. Sicherlich waren die Gefängnisse nicht das Erste, was die Russen angefasst haben, als sie ihr Land wieder aufgebaut haben nach den 90ern. Aber inzwischen, wie gesagt, das hat mir ein deutscher Konsulatsmitarbeiter erzählt. Und das ist jetzt nicht unbedingt russische Propaganda. Und der war, wie gesagt, jeden Monat da, hat die Leute besucht, gefragt, wie geht's dir, alles gut und so, brauchst du Hilfe? Und wie gesagt, ich habe auch, ne, der Mann einer Bekannten von mir sitzt auch, und die haben also inzwischen, die Väter auch regelmäßig ihn besuchen. Das gibt inzwischen in Russland auch Familienräume, nicht, dass Ehepaare dann auch mal Sex haben dürfen. Also das ist inzwischen, das ist in Russland inzwischen alles auch. Also das ist nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Die alten Dokus sind mit Vorsicht zu genießen. Okay. Also meine Vermutung ist, dass dieses Thema jetzt noch ein paar Tage, Wochen aufgekocht wird. Die Berufsempörten in unseren Medien, die dürfen noch ein bisschen Schaum produzieren. Und dann wird es mehr oder weniger auslaufen und mit einer neuen Geschichte ersetzt werden, die dann eben produziert wird. Das ergibt sich dann aus den aktuellen Ereignissen. Das ist so meine Wahrnehmung. Mal sehen. Also sie werden einen Weg finden, das am Kochen zu halten. Ob sie eine neue Geschichte nehmen oder nur ein neues Gesicht. Abwarten. Abwarten. Okay, hüpfen wir gleich ins nächste Thema rein. So, Thomas, auf deiner Seite können wir etwas lesen von einem Thriller, ein Geheimdienstkrimi, der schon 15 Jahre alt ist, wie sich der MI6 in Moskau bis auf die Knochen blamiert hat. Kannst du uns daran teilhaben lassen? Ja, also ich versuche ein bisschen mehr Motivation reinzubringen, weil uns gerade wieder die Aufnahme abgekackt ist. Also zum x-ten Mal während der Sendung müssen wir jetzt neu anfangen und haben es schon erzählt, aber gib dir Mühe, komm, du hast es gerade so nett erzählt und so euphorisch, vielleicht kriegst du ja den Drive nochmal rein hier. Ja, ich lade das wirklich auf YouTube hoch, was wir hier machen. Also, die Geschichte ist eigentlich alt und nicht so spannend. Die Briten haben vor 15 Jahren, da gab es noch keine Smartphones, haben sie in Moskau einen Stein ausgelegt, in dem ein Empfangsgerät war. Und damals konnte man so mit tragbaren Taschen-PCs, haben also die Spione, die Briten angeworben haben, sind vorbeigelaufen, haben ihre Informationen darüber spielt im Vorbeigehen. Und dann kam eben ein Botschaftsmitarbeiter vorbeigelaufen an dem Stein, hat es ausgelesen. Und weil die Russen oder jedes Land überwacht die Botschaftsangehörigen der anderen Länder, weil da sind immer auch Spione bei, das ist normal, und da haben die Russen sich angefangen zu fragen, der russische Geheimdienst, ja Mensch, warum rennen die jeden Tag an dieser Ecke lang? Das war zu auffällig einfach. Das war zu auffällig. Dann haben sie irgendwann den Stein gefunden und gesagt, aha. So, die ganze Sache ist aufgeflogen. Die Russen haben das auch in den Medien veröffentlicht, inklusive all der Videos, die der Geheimdienst gemacht hat. Und die Briten haben alles bestritten, haben es dann erst Jahre später zugegeben. Also das ist wirklich passiert, die Russen haben nicht gelogen. Und interessant ist die Geschichte, unter anderem deshalb, weil die ganzen handelnden Personen, die sehen wir alle heute immer noch. Wer meine Seite verfolgt, der weiß zum Beispiel, dass es in London einen Herrn Ashkurov gibt. Ashkurov ist ein Russe, der zusammen mit Nawalny früher gearbeitet hat. Der ist dann aus Russland geflohen, weil da wegen Finanzdingern irgendwas war. Und der hat damals schon mit den britischen Geheimdienstleuten besprochen, welche Aktionen Nawalny denn so machen wollen. Mhm. Und der sitzt heute in London, behauptet von sich, er hat Nawalny erschaffen. Ach. Das ist seine Formulierung.
Und er sitzt in London und ist jetzt immer noch mit dem britischen Geheimdienst zusammen und mit Khodorkovsky und mit Browder. Und die Rechercheabteilung von Nawalny sitzt auch in London, wird geleitet von Maria Pevtschich. Das ist diese geheimnisvolle Frau, die mit Nawalny damals im Flieger nach Deutschland gekommen ist. Mhm. So, die ganzen Verbindungen sind da und sind alt. Also wer jetzt behauptet, Nawalnys Verbindung zum Geheimdienst wäre westliche Propaganda, das ist Quatsch. Nawalnys Verbindung zu Aschkurov bestreitet kein Mensch. Aschkurovs Verbindung zum Geheimdienst, zum britischen, bestreitet kein Mensch, haben die Briten ja inzwischen zugegeben. Es ist alles offen. Ja? Und dann erklärt sich wahrscheinlich auch der Film, dass da eben irgendwelche Engländer, Amerikaner in London das Ding gebastelt haben. Mhm. Ja, weil die Geschichte ist ja alt. Ich habe das ja in dem anderen Artikel geschrieben. Die deutschen Medien haben schon 2011 über diese Baustelle berichtet, weil es gab einen offenen Brief in Russland, da hat sich einer beschwert über die Baustelle, Fusch am Bau, Korruption, bla bla bla, der Herr Kolesnikow. Und das ist ja das, was Nawalny präsentiert. Das ist 10 Jahre alter Kaffee. Nur neu aufgekocht und mit ein paar hübschen Animationen versehen. Und das kann man nachlesen in dem anderen Artikel, den wir eben hatten. Und ich habe die Artikel. Animationen, das wird ja in dem Beitrag aus dem russischen Fernsehen auch klar, dass diese Glücksspielautomaten, die da drin zu sehen sind, ein Bausatz sind, den man 3D-mäßig kaufen kann. Animatoren kaufen sich vorgefertigte Elemente, die sie dann in ihr Video einbauen. Man muss da nicht alles selber bauen und basteln. Und das gibt es 1:1 zu kaufen im Internet eben, ja. Ja, die Spielautomaten kosten $14. Also man hätte uns wenigstens auch mit ein bisschen Stil verarschen können, ja. Ich fühle mich da immer beleidigt, wenn man so plump belogen und betrogen wird. Das ist da irgendwie, aber scheint da irgendwie zu funktionieren. Wenn der Mainstream drauf reinfällt, dann erfüllt es ja seinen Zweck, oder? Ja, drauf reinfällt, ich würde sagen, er verbreitet es einfach weiter. Weil der Mainstream hat ja alles ja schon vor 10 Jahren gewusst. Die haben ja vor 10 Jahren drüber geschrieben. Und da waren ja keine neuen Informationen, die nicht vor 10 Jahren schon im offenen Brief genannt wurden. Es ist nur ein hübsches Video draus gemacht worden, mehr nicht. Mhm. Ja, so, und wie gesagt, und die Geheimdienstverbindung über Aschkurov nach London zum MI6 sind bekannt. Unser Studio wurde von den Amerikanern gemietet und bezahlt. Der Film offensichtlich auf Englisch geskriptet und dann nur übersetzt. Also, es ist primitiv. Aber primitiv funktioniert, ja. Ja. Offensichtlich sind so viele Menschen, egal auf der manipulierenden Seite, aber auch von denen, die manipuliert werden, so einfach gestrickt. Fuck! Nein. Nein. Ja? Nein. Mhm. Also, ich habe keine Lust mehr. Wir machen jetzt normal weiter und nehmen die Zoom-Aufnahme. Es ist mir jetzt scheißegal. Herr Stein, kommen Sie wieder hoch. Sieht man das wenigstens, wie ich meinen Kopf auf den Tisch haue hier? Aber ich höre es nicht. Also, wir nehmen jetzt die Zoom-Aufnahme. Dann schneid die Zoom-Aufnahme zusammen. Ich habe keinen Bock mehr. Nicht alle 3 Minuten das Gleiche erzählen. So, Thomas, dann auf ein neues. Dann wieder mal ein Absturz des Systems. Ich drehe jetzt langsam am Rad. Heute ist wirklich, also so viele Probleme, wie wir heute hatten, habe ich noch nie erlebt bei dieser Aufzeichnung. Aber wir kriegen das hin. Ich bin ja nur froh, dass ich das hier parallel auch aufzeichne, weil wie oft wir das nur einsprechen mussten. Also wir nehmen das jetzt aus meiner. Das wird heute eine geschnippelte, improvisierte Sendung. Du hast viel Arbeit beim Schneiden. Ich kann jetzt halt nur mal einblenden, die ganzen Texte. Aber egal. Kann ich ja machen. Ich kann ja erzählen, um was es geht. Unser nächstes Thema ist auch schon 10 Jahre alt. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn, es ist wirklich 2021 und 2011 ist 10 Jahre her. Es geht um den arabischen Frühling. Ich erinnere mich noch, wie unsere Medien voller Euphorie waren und jetzt in quasi Nordafrika endlich auch die Demokratie einziehen wird und die ganzen sozialen Medien haben dafür gesorgt und so weiter. Ja, und 10 Jahre später sieht es ein bisschen anders aus. Das haben russische Fernsehleute mal aufs Tapet gebracht. Aufs Tablett, wie sagt man immer? Auf den Punkt. Auf den Punkt. Die haben eine Sendung gemacht. Ja, Beitrag. Die haben einen Beitrag gemacht. Und da sieht es doch wieder ganz anders aus, oder? Wenn ich. Ja, das ist einfach insofern spannend, weil bei uns wurde ja der arabische Frühling als der große Sieg der Demokratie verkauft. Aber irgendwie hat danach keiner mehr darüber geredet, was aus den Ländern geworden ist. Und die Russen haben jetzt gesagt, wollen noch mal gucken, was ist denn jetzt nach 10 Jahren? Ne? Herrscht da jetzt Demokratie und Wohlstand?
Und irgendwie nicht. Tunesien, wo es angefangen hat, laufen heute Hungerproteste. Das war früher mal ein relativ wohlhabendes Land. Was heißt Hungerproteste? Da wird demonstriert. Die Leute sind bettelarm. Wow. Hungerproteste. Ja, wird in Deutschland gar nicht berichtet. War früher mal ein relativ wohlhabendes Land. Libyen gibt es gar nicht mehr. In Ägypten kamen die Islamisten an die Macht und wurden vom Militär weggeputscht. Aber besser geht es dem Land auch nicht. Das hat sich von der Wirtschaftskrise nach dem ganzen Theater noch immer nicht erholt. Syrien ist auch im Krieg. Also irgendwie hat dieser ganze arabische Frühling, mit der bei uns so gefeiert wurde, irgendwie zu nichts geführt, außer zu Armut und Krieg. Mhm. So, und das haben die Russen einfach mal gesagt, so ganz trocken, ja, pff, ne, was bringt's denn so? Ja, wenn man sich das anguckt. Weil Ukraine, kommen wir gleich noch hin, ist das gleiche Spiel. Nach dem Maidan ist das Land verarmt. Die Kaufkraft der Leute hat sich halbiert. Also überall, wo der Westen mit viel Geschrei Demokratie gebracht hat und die Medien sich beinab gefreut haben über irgendwelche Proteste, sind die Länder hinterher verarmt, wenn sie Glück hatten. Wenn sie Pech hatten, sind sie noch im Krieg auseinandergebrochen. Also zum Thema Ukraine würde die Frau Harms bestimmt was anderes sagen. Die hat ja ihr Zeltlager schon fast auf dem Maidan aufgeschlagen gehabt damals und konnte gar nicht laut genug jubeln über die Grundpfeiler der Demokratie, die da jetzt eingeschlagen werden und die jetzt endlich, endlich auch dieses böse, böse Regime da weghaben, die guten Menschen in der Ukraine. Die sollten sie mal auf eine Podiumsdiskussion vor einer vollen Halle setzen mit empörten Bürgern in der Ukraine. Sei es auch nur mit Hinterbliebenen des Bürgerkrieges. Ja, auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Ich meine, die Frau ist ja eh nicht haltbar. Also, habe ich das eigentlich mal erzählt? Der war die noch Europaabgeordnete, das war ja immer eine Russenfresserin. Mhm. Und da haben dann die Europäer irgendwann Sanktionen gegen Russen eingeführt und die Russen haben das auch gemacht. Aber die Russen haben ihre Sanktionsliste nicht veröffentlicht. So, und dann wollte die Frau Harms zu irgendeiner Geschichte nach Russland kommen, nach Moskau, irgendein Prozess oder irgendwas wollte sie sich angucken, ist mit ihrem Diplomatenpass in Flieger gestiegen, mit dem man ja normalerweise überall einreisen kann. Sie war ja Europaparlamentsabgeordnete. Ist in Russland aus dem Flieger ausgestiegen, haben sie an der Grenze gesagt, April, April, du bist auf der Sanktionsliste, du kommst jetzt nicht rein. Ich erinnere mich an die Empörung. Ja, die musste ja die Nacht auf dem Flugplatz verbringen, weil der Flieger war schon weg. Die musste dann einen Tag da im Transitbereich sitzen, bevor sie nach Hause fliegen konnte. Da haben die Russen sich im Bein abgefreut. Und da haben die Russen noch ganz trocken gesagt, naja, sie ist ja nicht dienstlich gewesen, ist aber mit ihrem dienstlichen Pass geflogen. Hätte sie, wie es eigentlich normal wäre, ein Visum beantragt, hätte man es auf der Botschaft schon gesagt, dass sie keins bekommt. Aber weil sie ja schlau war und ihre Privatreise mit dem Dienstpass gemacht hat, ist sie eben aufgelaufen, hat sie eben nachts auf der Bank geschlafen im Transitbereich. Also das ist eine Frau, die Russen mögen sie, sie mag die Russen, man hat sich gern. Mir fällt gerade das Wort Schadenfreude ein. Ist das angebracht in manchen Momenten? Darf man sowas empfinden oder nicht? Oder ist das moralisch nicht gerade richtig, dass ich mich jetzt ein bisschen so... Also ich denke mal, also ich würde, ehrlich gesagt, ich finde es berechtigt. Ja. Ja, also beim Nawalny bin ich nicht schadenfroh. Ins Gefängnis gönne ich keinem, obwohl er es ja wirklich provoziert hat. Aber dass die Frau mal eine Nacht auf dem Flugplatz geschlafen hat, daran ist noch keiner gestorben. Die Schadenfreude gönne ich mir schon. Ja, also wie gesagt, das ist dazu. Die Russen haben dies mit dem arabischen Frühling eben ein wenig anders gesehen, sehen es ein wenig anders. Und ich meine, wir haben ja die Auswirkungen des arabischen Frühlings, haben wir ja direkt vor unserer Tür oder tagtäglich haben wir damit zu tun. Die Flüchtlingsthematik ist ja ein direktes Ergebnis des arabischen Frühlings. Ja, natürlich. Ohne den arabischen Frühling, den so gefeierten, hätte es die ganze Flüchtlingskrise nie gegeben. Mhm. Wir hatten keinen Krieg in Syrien, wir hatten keinen Krieg in Libyen. Mhm. Das heißt, der Gaddafi hat ja immer auch klar gesagt, ne, Europa braucht ihn, weil wenn er weg ist, dann kommen die Afrikaner durch Libyen nach Europa geschwommen. Mhm. Und siehe da, genau das ist passiert. Also ne, wenn der Westen da nicht die ganzen Länder angezündet hätte, hätten wir die ganzen Probleme nicht, die wir heute haben. Also durch Libyen gelaufen und dann geschwommen. Sozusagen. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar, ich weiß schon. Tja, 10 Jahre ist es her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, und die Flüchtlingskrise war 4 Jahre später. Das ist auch schon 6 Jahre her. Das war 2015. Bleiben wir doch gleich bei der Frau Harms, thematisch zumindest, also sprich ihr Lieblingsprojekt Ukraine. Ukraine hat seit, wie lange ist jetzt her, fast 2 Jahre einen neuen Präsidenten. Kann das sein? Ist der 19 oder 20? Nee, der ist vor Covid ist der an die Macht gekommen. Das war 19 im Mai. Ja.
Und das jährt sich jetzt dann so zum zweiten Mal. Und tja, Mr. Zelensky hat ein ziemliches Talent, sich an seinem großen Bruder anzulehnen, sagen wir es mal so, Ich würde sagen, er kriecht irgendwo rein. sich zu öffnen, sich Ja. gegenüber diesen Einflüssen zu öffnen, sprichwörtlich, ja. Du hast da auch neueste Informationen zur Also Ukraine. ist Du hast. ja, Informationen kommen gleich. Erstmal nur so um zu zeigen, wie sehr der irgendwo reinkriecht bei anderen. Die Amtseinführung von Biden hat er im Fernsehen angeguckt. Dann hat er getwittert. Ja. Natürlich auf Englisch, nicht auf Ukrainisch für seine lieben Mitbürger, auf Englisch, wie er mit der Botschafterin der USA sich in seinem Büro die Amtseinführung von Biden anguckt. Was, Moment. Die US-Botschafterin war bei ihm. Im Büro, dann haben sie zusammen geguckt, wie Biden vereidigt wird. Ah, das ist mal ein Statement. Ne? Also das ist so. Und dann sagt er auch, ich freue mich darauf, Joe Biden in dem ihm wohlbekannten Kiew zu begrüßen. Ja, hat er wohl recht. Weil, nicht? Der Joe Biden hat ja als Vizepräsident im Grunde die Ukraine regiert. Der hat ja sogar an der Regierungssitzung teilgenommen, wo er dann Poroschenko zur Seite gegangen ist und Biden den Präsidentenplatz am Kopfende eingenommen hat. Also der Biden hat die Ukraine direkt regiert und wir haben ja das Thema auch schon öfters gehabt. Ich hatte das Interview mit Onischenko, der ehemaligen rechten Hand von Präsident Poroschenko, der ja die ganzen Beweise für die Korruption von Biden aufgedeckt hat, ne? Die abgehörten Telefonate, die Kontoauszüge. Und ich habe Onischenko interviewt. Das Interview wird gerade geschnitten, kommt auch die nächsten Tage. Wir haben ein neues Interview, wo er auch noch ein paar lustige Sachen erzählt. Und zwar hat er, der hat ja die Unterlagen an. So, und ich will da jetzt nicht zu viel teasern. Wir haben das eine Interview gemacht, ein zweites machen wir noch. Da wird er auch erzählen, wie das dann gekommen ist, dass er im September doch nicht vor dem US-Senat ausgesagt hat. Was ja eigentlich schon, seine Anwälte haben ja schon über die Immunität, über die Reisebedingungen verhandelt und dann ist es plötzlich abgeblasen worden. Thomas, Egal. bitte fummel mal ein bisschen an deiner Mikroeinstellung rum. Du wirkst gerade ein bisschen dumpf, dass das vielleicht wieder ein bisschen klarer wird. Vorhin Ja. war es ein bisschen schöner zu hören. So, wir haben heute so viel Mist, wenn das das größte Problem ist. Ja, das ist das Schlimmste. Aber ich bin auch so ein, ich möchte gut hören, Fetischist. Ja, also ich bin inzwischen nur noch ein Hauptsache die Sendung, wenn fertig Fetisch ist. Weil heute ist echt alles. Irgendein Kobold ärgert uns hier. Ja, wir Ja, kriegen es ja. schon hin. Ja, okay, wir kriegen es schon hin. Ja. Ja, und der nächste Punkt ist eben, dass Zelensky jetzt auch schon gleich, ne, ungefragt, also er wurde von einem US-Sender, von HBO interviewt, und ohne dass die US-Behörden gefragt haben, hat er da schon gesagt, er würde natürlich sofort helfen, wenn die USA ihn um Hilfe bitten bei Ermittlungen gegen Giuliani. Also wenn die USA jetzt gegen den Anwalt von Trump ermitteln wollen, wegen irgendwas, würde Zelensky gerne helfen. Die Ukraine steht bereit. Wie ist jetzt die Verbindung von Giuliani und Zelensky und der Ukraine? Relativ einfach. Giuliani hat ja die ganzen Sachen von Bidens Korruption in der Ukraine untersucht und hat, Ah, jetzt. Ah, ja, okay. also die ganzen Onischenko und die hatten ja alle Kontakt zu Giuliani. Ne? Und auch im amerikanischen Fernsehen gab es ja Sendungen, wo die haben ja begleitet, als er dann die Gespräche geführt hat in der Ukraine. So. Jetzt erklär mir doch mal diese Einstellung von Zelensky, der angetreten ist als der Bürgerpräsident, der ja als Schauspieler früher einen Präsidenten gespielt hat und dann sich groß aufgespielt hat, so nach Motto, ja, wenn ich dran bin, dann wird alles anders und Antikorruption und überhaupt und so. Und ich meine, du bist näher dran an dem Thema, aber ich habe so den Eindruck, es ist nicht viel eingetreten von dem, was er da groß propagiert hat. Oder täusche ich mich da? Überhaupt nicht. Also, warum er es gemacht hat, muss man ihn fragen, können wir nur spekulieren. Aber Fakt ist, er wird inzwischen ganz offen als Poroschenko 2.0 bezeichnet. Ja, ist das Ja, so? so nennen sie ihn inzwischen. Poroschenko 2.0. Seine Bisschen Beliebtheitswerte jünger, sind. ein bisschen schlanker. Ja, so. Ja, Ja. genau. Und eine nettere Stimme. Seine Beliebtheitswerte sind, nachdem er mit 73% die Wahl gewonnen hat, inzwischen unter 20% gefallen. Puh. Naja, also die Das ist freier Fall. aber ein freier Fall. Ja. Ja, so, und inzwischen macht er ja die Gesetze, die der IWF haben will, um das Tafelsilber zu verkaufen, was die Ukraine noch hat. Die Gesetze macht er mit Poroschenko zusammen, weil seine eigene Partei da nicht mitgegangen ist. Also seine Ankündigung gegen Poroschenkos Korruption vorzugehen und überhaupt und alles weg. Poroschenko, also in seinem Umfeld sind auch schon wieder Poroschenko-Berater überall.
Hast du das Gefühl, dass Poroschenko die Macht gar nicht so richtig aus der Hand gegeben hat oder jetzt wiederbekommen hat? Poroschenko hatte nie die Macht. Die Macht hatten Biden und Soros. Wenn ich Ja, das okay, übergeordnet, aber jetzt hier, sprich offensichtlich, also das, was auf sichtbarer Ebene in der Ukraine ist, eben. auf sichtbarer Ebene haben Biden und Soros wieder die Macht. Das ist der Punkt. Also der Poroschenko war ja auch nur von deren Gnaden. Und die Tatsache, dass es, ich glaube, es gibt inzwischen 20 Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Hochverrat, wegen Korruption. Gegen wen gibt es Ermittlungsverfahren? Gegen Poroschenko, 20 Gegen Stück. Poroschenko, okay. Passiert gar nichts. Der Mann wird nicht angefasst. Ja, der ist untouchable, aber die Macht haben Soros und Biden. Das hat mir Poroschenko jetzt auch nochmal wieder erzählt. Wie gesagt, es ist eine Soros und Biden regieren das Land. Warum ist Poroschenko untouchable? Warum kann der Mann nicht überführt werden, wenn er so viel Dreck am Stecken hat? Weil der Hat er Staat, irgendetwas in der Hand oder ist er so wichtig, dass man ihn noch als Spieler braucht hier auf dem Schachfeld? Ich der meine, das ist Staat. ja auch ein Russenfresser, ne? Ja, gut, aber wie gesagt, in der Ukraine ist es so, wer da verhaftet wird, entscheiden Biden und Soros. In der Ukraine haben sie ja von der Staatsanwaltschaft schon mal die ganzen Korruptionsermittlungen in eine eigene Behörde gepackt. Diese eigene Behörde wird geleitet von Herrn Sitnik, das ist das NABU. Herr Sitnik ist wegen Korruption verurteilt, ist aber Chef des Antikorruptionsbüros. Da weißt du, die haben einen Mann mit Erfahrung genommen. Und der kriegt seine Anweisungen aus der US-Botschaft. Und die sagen, wen er ermitteln darf. Da gibt es auch abgehörte für öffentliche Gespräche, wo Sitnik ganz offen gesagt hat, die US-Botschaft hat ihm damals 2016 die Anweisung gegeben, Dreck über Trump zu finden, weil das Clinton-Team das braucht. Das war der Anfang der Russland-Affäre. Ja, das war Russiagate. Das Clinton-Team brauchte das, die US-Botschaft gibt die Anweisung ans NABU, das NABU liefert, was es kriegen kann. So, und was sie kriegen konnten, war Manafort. Manafort war Trumps Wahlkampfmanager. Dem wurden Russland-Verbindungen vorgeworfen. Wir wissen heute, da ist nichts dran. Der ist verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung, weil er Geld bekommen hat, das er nicht versteuert hat, als Berater, Honorare. Aber das hat er nicht von Russland bekommen, sondern von der Ukraine. Darum hatte das NABU ja die Unterlagen. Ja, also er war nichts mit Russland und verurteilt wurde er, weil er seine Steuern darauf nicht gezahlt hat. Mehr nicht. Aber wie gesagt, es ist also, Ukraine ist an ganz kurzer Leine und egal, ob der Selenskyj mit bestem Willen angetreten ist, sie werden ihm gesagt haben, was geht und was nicht. Als er da zu Anfang ein bisschen was versucht hat, da sind ja gleich Nationalisten vor seinem Präsidentenpalast aufmarschiert, haben ihm einen neuen Mandat angedroht und gesagt, wir hängen dich an die Laterne hier. Ist wirklich so gewesen. Ich glaube, der hat die Jobbeschreibung nicht richtig gelesen, oder? Ja, der hat irgendwas verpasst, der hat das Kleingedruckte übersehen. Also auf jeden Fall, der weiß inzwischen, auf wen er hören muss. Ne? Er kriegt also so tief in das Rektum von Herrn Biden rein, der guckt nicht mal mehr mit dem großen Zeh raus. Kannst du bitte solche Bilder weglassen? Hey, das geht nie wieder aus dem Kopf, hey, echt. Kopfkino bei Tacheles. So, Thomas, apropos Pleiten, Pech und Pannen, jetzt ist gerade eben mein Kopfhörer ausgestiegen, der geht nur noch auf einer Seite. Ich hole schnell einen Ersatzkopfhörer und bin in einer Sekunde wieder da, gell? Bleib dran. Ist das eine geile Sendung? So, say me something. I say you something. Say me something. Ja. Down schneit so viel, die Leute wollen mitlachen. I think you're a spider. Ja, genau. Holy shit, also das hat echt heute früh, wollten wir ja einen Teaser machen an der Isar unten, da hat dein Handy der Akku abgekackt, weil zu kalt und zu wenig Ladung. Dann heute das hier, also das habe ich echt auch noch nie erlebt, dass technisch so viel schief geht. Das, also wie gesagt, das ist wirklich eine eigene Pleiten, Pech und Pannensendung heute. Du bist ja völlig bekloppt. Gut, weiter. So, wir sind jetzt haben wir endlich nach vier verschiedenen Kopfhörern, da unten liegen jetzt drei kaputte Kopfhörer rum, gell? Das gibt's gar nicht. Einer ist heute kaputt gegangen, zwei waren schon offensichtlich, ja. Dann gehen wir doch weiter. Haben wir die Ukraine, haben wir da noch was? Da war doch noch irgendwie, genau. Richtig, Giuliani haben wir schon besprochen, da hast du schon was erwähnt. Und natürlich dann geht es noch um die Pressefreiheit, genau, das ist noch das Thema. Selenskyj hat sich mal wieder in vorauseilendem Gehorsam gleich mal angebiedert und hat zwei kritischen Fernsehsendern die Lizenz einfach mal abgedreht. Ja, Ja. also genau genommen sind es viel mehr. Andere Medien melden drei Sender, genau genommen sind es 10.
Es liegt daran, dass es über eine Holding sind die alle miteinander verbunden. Und man kann also jetzt drei Sender zählen, aber da das eine ein Sender ist, der Regionalfernsehen macht, also der ganz viele Tochtersender hat im Land, sind es eigentlich sogar 10 Sender, denen sie die Lizenz entzogen haben. Also auf jeden Fall hat Zelensky beschlossen, die Sender berichten nicht freundlich genug über ihn. Das ist alles Russenpropaganda, die müssen weg. Und hat die kurzerhand die Lizenz entzogen. Die EU sagte, sie haben das zur Kenntnis genommen und gut. Also ne, so Zensur ist in der EU so, na gut, wenn das so ist. Und die Amerikaner haben sich gefreut, haben gesagt, sie unterstützen die Ukraine bei ihrem Kampf gegen Desinformation. Ach, Ja, so ja. heißt es dann. So So heißt es. heißt es dann. Das Zensur ist ist der Kampf gegen Desinformation. genau. Oh, George Orwell, der hätte so eine gute Zeit jetzt. Also wenn der jetzt leben würde, der Mann, der würde glücklich sein vor diesen ganzen Inspirationen, die er jeden Tag für seine Romane kriegen würde. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, ich habe das auch so geschrieben. Ich habe diese amerikanische Erklärung zitiert und habe dann danach geschrieben, da kann man nur noch sagen, danke für die Offenheit. Jetzt wissen wir endlich, was westliche Werte sind. Also, Zensur pur. Es ist, ja, so sind unsere amerikanischen Freunde. Und wie gesagt, die EU sagte auch, das geht alles in Ordnung soweit. Sind die denn alle von allen guten Geistern verlassen? Das ist wirklich. Ja. Ja, was heißt es jetzt aber dann für die Arbeit der Journalisten in der Ukraine? Das ist ja dann nicht nur damit getan, dass der einfach nur denen den Saft abdreht, den Sendern. Ist es genauso wie bei Poroschenko oder noch schlimmer? Na Für gut, freie Journalisten, gibt es die überhaupt noch oder ist das auch alles einheitsbrei geworden? gibt es eigentlich kaum noch. Also ich habe das ja auch in dem Artikel verlinkt, habe ich früher schon mal drüber geschrieben. Ich habe mal 13 Beispiele aufgezählt für kritische Journalisten und Poroschenko-Kritiker, die alle irgendwie komischerweise verstorben sind. Und zwar sehr merkwürdig, so aus dem Fenster gesprungen, Auto erschossen worden, alles, was du haben willst. In der Ukraine, 13, 13 insgesamt. 13 Fälle habe ich aufgezählt, es gibt noch mehr, nur die bekanntesten. Also in der Ukraine wird es regierungskritisch sein, im Augenblick ein bisschen gefährlich. Okay. Also auch der eine Sender, hab ich auch berichtet, der eine dieser Sender, der hat vor einem Jahr oder was eine Sendung machen wollen, die hieß Wir müssen reden. Da wollten sie eine Verbindung machen und Ukrainer und Russen miteinander reden lassen. Einfach nur, lass uns mal reden. Ja? Ja. Die Sendung wurde verboten. Und der Sender wurde danach mitten in Kiew mit einem Granatwerfer beschossen. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, also und jetzt ist er ganz gesperrt. Also das ist, was da in der Ukraine abläuft, das ist, wie gesagt, Frau Harms findet das sicherlich sehr demokratisch. Aber gut, die Frau hat ein etwas merkwürdiges Verständnis von Demokratie, habe ich das Gefühl. Ja, also wenn man ihr Büro mit Granatwerfer beschießen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr von Demokratie sprechen. Ich gehe davon aus, ja. Die ist ja schon böse, wenn sie auf dem Flugplatz übernachten muss. Also, wie gesagt, ohne Worte. Was da abläuft, das ist ohne Worte. Ich erinnere mich, wie sehr wir über die Ukraine gesprochen haben. Das war ja für dich auch einer der Schlüsselerlebnisse, um zu erkennen, dass es da ganz andere Realitäten hinter den Medien gibt oder dass es ganz andere Zusammenhänge gibt, die man uns eben nicht zeigt. Und gerade in dem Jahr 2014, 15, als die Mahnwachen so groß waren, ja, merke ich in der Erinnerung, wie groß das Thema Ukraine in unseren Medien war. Das war ja omnipräsent. Da gab es ja quasi Live-Schalten vom Maidan und die Politiker haben sich da die Klinke in die Hand gegeben. Und das ist dann nach und nach einfach eingeschlafen und wird ersetzt jetzt durch andere Themen. Und der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, jetzt darf er gehen, Ja, sozusagen. das ist wie im arabischen Frühling. Die erzählen ganz toll Demokratiebewegung, Revolution, die Diktatoren werden weggeputscht, hurra, und dann machen sie die Kamera aus, wenn das Land verarmt oder im Krieg versinkt. Aber die Schere im Kopf, das haben die Leute dann, das kriegen die gar nicht hin. Ja, so. Also die Redakteure und all diejenigen, die das damals als Musterbeispiel an Demokratie gefeiert haben, diejenigen, die die ganze Zeit diese Ereignisse schön geredet haben und was das Gutes jetzt bedeutet und welche Zukunft die Ukraine jetzt haben wird oder so. Ja, wie gesagt, sie berichten ja nicht. Also hast du in Deutschland jetzt eine Meldung gesehen, dass in der Ukraine 3 Fernsehsender abgeschaltet wurden? Nein, wird nicht berichtet. Es kommt einfach nicht. Stell dir mal vor, Russland hätte jetzt 3 Fernsehsender abgeschaltet, weil sie positiv über Nawalny berichten. Da hätten wir aber Schlagzeilen, kannst du nicht glauben. Ist davon auszugehen, Ja, gell? und in Russland ist blöderweise, ne, es gibt in Russland keinen Journalisten, der wegen seiner journalistischen Arbeit im Knast sitzt. Es ist auch keiner erschossen worden, kein Journalist. Also, die
Politkowska ja vor 20 Jahren mal, aber ne, Ukraine seit 2014, 13, nur 13 bekannte Fälle, da gibt es noch einige andere. Das ist aber, das will keiner wissen. Das ist alles Demokratie, Frau Harms. Ne? Also Meinungsfreiheit ist, wenn alle meiner Meinung sind. Das ist Meinungsfreiheit auf westliche Werte gemünzt. Es ist so offensichtlich. Ich wollte jetzt gerade noch einen Witz machen, aber eigentlich ist das alles gar nicht zum Witze machen. Ja. Das ist viel zu bitter und viel zu ernst für die Betroffenen vor Ort. Ja, dann gibt's gleich, gehen wir weiter mit bitteren Themen oder vielleicht, Vielleicht auch ein bisschen witzig. das ist dann doch wieder schon fast etwas witzig. Es geht um die Sprecherin von Präsident Biden. Das ist eine Frau, Jen Psaki, 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 die war schon mal Sprecherin vom US-Außenministerium unter Obama. Und eigentlich ist sie damit bekannt geworden, dass sie jetzt nicht unbedingt die kompetenteste in allen Sachlagen ist. Sie ist nicht die hellste Kerze am Baum, ja. Nicht die hellste Kerze auf der Torte sozusagen, ja. Ja. Oder Weihnachtsbaum, wie auch immer du das Bild zeichnen möchtest. Also, ich frage mich, wie die sich für diesen Job qualifiziert hat. Offensichtlich hat die andere Talente, wahrscheinlich ist es Organisation oder irgendwas muss sie können, Sie sonst hätte man. findet Putin scheiße, das reicht. Das reicht dann schon. Anscheinend. Wenn du einen genügend großen Russen hast, in dir trägst, dann kannst du auch Sprecherin vom US-Präsident Ja, werden. wie gesagt, die Psaki, die kennt ihr in Deutschland nicht. In Russland ist sie so bekannt, nach ihr wurde, es gibt ein neues russisches Wort. Also Blödsinn heißt auf Russisch jetzt Psaking. Psaking. Ja, weil die Frau so einen Scheiß erzählt, also die ist wirklich in Russland schweinebekannt, weil die hat dann im Außenministerium erzählt, immer so nach dem, also eine Meldung war, wenn sie würden jetzt die US-Flugzeugträger an die Küsten von Weißrussland schicken, das Land hat keine Küsten, oder Russland die. ist ein Binnenland, richtig, ja, also Ja, sprich. und außerdem, die EU verkauft das Gas nach Russland und leitet es durch die Ukraine, deshalb ist die Ukraine so wichtig. Aha, wir haben wieder was gelernt. Und ganz oft war ihre Standardantwort so, das muss ich erstmal im Büro nachfragen. Also gibt es unglaublich viele Videos von Psaki aus der Zeit, dass der Korrespondent von AP, also kein Russe, sondern ne, Amerikaner, hat sie immer wieder auflaufen lassen. Der hat sie vorgeführt ohne Ende. Und jetzt Also auch mit Absicht dann schon, weil er wusste, die schießt Haus. einen Bock nach dem anderen, oder? Jetzt Ja. einfach nur zu blöd zum Milch und so. Ich zeige das jetzt mal. Also das ist die nette Frau. Wir werden in Zukunft viel von ihr hören, also beim Antispiegel, wahrscheinlich nicht im Spiegel, weil die hat also jetzt keine 2 Wochen gebraucht, den ersten Bock zu schießen. Ja, sie wurde nämlich gefragt, ob sie, habe ich jetzt eigentlich den Ton dabei? Ich mache das nochmal. Schieß mal an. Sie wurde nämlich gefragt, was sie jetzt, ob der Joe Biden schon eine Entscheidung getroffen hat über die Weltraumstreitkräfte, über die Space Force, die Trump gerade gegründet hat. Und da war ihre Antwort, Weltraumstreitkräfte, Space Force, wow, das ist doch das moderne Flugzeug. Und sobald ich unseren Beauftragten für Space Force gefunden habe, ich weiß nicht, wer das ist, werde ich ihn fragen und ihnen ne, Informationen geben. Also die ist strohdoof. Und wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nicht alles meine Fantasie, das ist ja alles wunderschön im Video. They asked whether the president has made a decision on keeping the scope of Space Force. Wow, Space Force. It's the plane of today. It is an interesting question. I am happy to check with our Space Force point of contact. I'm not sure who that is. I will find out and see if we have any update on that. Okay, also die Reaktion zeigt eindeutig, die hat nichts davon mitbekommen, dass es eine neue Teilstreitkraft gibt in Amerika, die US Space Force. Die Ja, ist jetzt neben Air Force, Marine, Navy, National Guard und Army, ist es jetzt die fünfte Teilstreitkraft, wenn ich das richtig weiß verstanden aber die habe. Sprecherin des US-Präsidenten nichts von. Also, ne, so. Und die ist, wie gesagt, so doof. In Russland gibt es Witze über die Frau, die sehen so aus. Was Kennen steht Sie da? das Schwarze, kennen Sie das Tote Meer? Putin hat es ermordet. Ja, also die Russen können, die Psaki ist einfach geil. Also die russischen Satiriker, Kommentatoren, die freuen sich, dass die Frau wieder da ist, weil die hat ja auch schon nach 2 Wochen hat die angefangen zu liefern. Auf die ist Verlass. Ja, Sucking, ja, okay. Psaking ist wieder angesagt. Sucking, okay, dann wenn du sowas findest, dann müssen wir das auch hier, das Immer wird rein, immer rein. eine neue Rubrik, Sucking der Woche, sozusagen. So, okay, springen wir zum nächsten Thema und wir müssen jetzt nicht auf einen neuen Knopf drücken, stell dir mal vor. Wir lassen es einfach laufen.
Es geht um den Rückzug vom Abzug. Die USA setzen den angekündigten Truppenabzug aus Deutschland aus. Also es gab ja riesengroße Aufregung, als Donald Trump angekündigt hat, dass er etliches an Militärpersonal aus Deutschland abziehen möchte. Gerade hier um Grafenwöhr herum, um den größten Militärtruppenübungsplatz in der Region. Ich glaube, das ist hier in Franken da oben irgendwo. Da gab es einen Mordsaufstand und wie kann das sein, dass der da geht? Das sind ja, da hängen so viele Arbeitsplätze zusammen, dass es sinnvoll wäre, weniger Soldaten zu haben. Das kommt den meisten Leuten nicht hin. Die sehen halt nur bis zur eigenen Haustür, wenn die Arbeitsplätze weg sind. Ja, verstehe ich noch, aber Riesenaufschrei. Und jetzt Rückzug vom Abzug. Mr. Biden hat plötzlich andere Pläne, oder? Wie siehst du das? Ja, war ja klar. Also die haben ja eh versucht, das zu verhindern. Schon vorher, und jetzt ist Trump weg und wurde sofort eingefroren. Die wollen das jetzt überprüfen. Wir können ja mal raten, was bei der Überprüfung rauskommt. Mhm. Also kurz und knapp, einfach nur die aktuelle Meldung, wie gesagt. Nicht? Keine Sorge, liebe Transatlantiker, die Amerikaner, die Besatzungsmacht bleibt uns erhalten. Jetzt pass auf, mir fällt gerade ein, dass ich letztes Jahr einen Dreh hatte, und zwar ungefähr 18 Kilometer Luftlinie südlich von Grafenwöhr. Und damals war Artillerieübung und auch gleichzeitig Flugverkehr und so weiter. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich also in der Nähe von diesem Truppenübungsplatz war. Und ich habe dann auch mit Anwohnern gesprochen da von dem Ort, wo wir gedreht haben. Die haben gesagt, früher war das noch viel krasser. Da wurde da also täglich und wochenlang gab es da bum, 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 bum. Und das, was ich da wahrgenommen habe, das war harmlos für die Anwohner. Aber für mich war das zum ersten Mal, also Mörserfeuer zu hören, sogar aus 20 Kilometer Entfernung, fand ich eine ziemlich krasse Erfahrung. Damit bin ich aufgewachsen. Du kennst es von Kiel aus noch, oder? Und zwar haben wir im Sommer an der Ostsee Campingwagen gehabt und da ganzen Sommerferien gesessen. Und überm Strand direkt sind die Flugzeuge rübergeflogen, die hinten den Luftsack hatten. Und dann ein paar Kilometer weiter war die Schießanlage, wo sie Flakabwehr geübt haben. Wie heißt es, Totendorf? Ja, genau. Da war der Schießplatz. Und wir waren in Schönberg. Totendorf, oder? Natürlich. Da war der Schießplatz und wir waren gecampt in Schönberg. Das ist ein paar Meter weiter. Ja, da war ich zweimal. So, und da haben wir wirklich am Strand gelegen im Sommer und dann kam Flugzeug. Und dann. Das ist ja noch, okay, das, was du meinst, ist Fliegerabwehrlehrgang und mit auf das Schleppziel. Das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Aber ich spreche jetzt wirklich von Mörserfeuer, von Artilleriefeuer, von Haubitzen, die dann wirklich so bum, bum, bum. Und du hörst Explosionen und zwar stundenlang mindestens 100 Detonationen und so. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was da für Energien freigesetzt werden, das zu hören in einem Film oder drüber zu sprechen. Und ich meine, ich war beim Militär 10 Jahre, aber das habe ich nie mitgekriegt. So laute, so viel Energie. Ich war da wirklich betrübt oder zumindest sehr, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Vor allem mit dem Gedanken, dass so etwas ja jetzt gerade stattfindet. Ich habe gerade heute in der Nachricht gehört, dass in Syrien unten wieder mal, ich glaube, 30 Leute gestorben sind in einem Gefecht. Und zwar Truppen von Assad als auch Aufständische. Sozusagen. Ja, also es läuft ja ständig. Ich meine, ich habe es ja erzählt. Ich hatte ja 2014, hatte ein halbes Jahr eine Bekannte bei mir gewohnt aus Donetsk. Ja. Die ist von da geflohen, wusste nicht wohin, habe ich gesagt, also ich hab genug Platz, komm her, sieh zu, dass du in Petersburg dich einlebst. Und da habe ich ja hautnah mitgekriegt, was da abgeht. Und als sie hier ankam, da waren wir irgendwo im Restaurant essen und dann hat irgendwer einen Tisch verrückt. Also, ne? Da ist die fast unter den Tisch gesprungen vor Angst. Nur wegen diesem Rutschgeräusch, weil die eben wochenlang da gesessen hat, wo es die ganze Zeit geknallt hat. Ne, also selbst einfach einen Tisch verrücken, ist die vor Angst unter den Tisch gesprungen. Ja, also ich erinnere mich an geflüchtete Menschen, die hier wohnen, die zum ersten Mal am Samstag, am ersten Samstag im Monat ist immer Feueralarm bei der Feuersirene, jeden Samstag 12 Uhr. Das ist so in Bayern. Und die haben das nicht gewusst, dass das ganz normal ist und haben dementsprechend auch darauf reagiert. Ne? So nach dem Motto, fängt es jetzt schon wieder an. Gell? Also, ist alles da kennst du Totendorf, das ist ja interessant. Da kann ich ja eine kleine Story einschmeißen. Ich war zweimal in meiner Zeit bei der Bundeswehr auf dem Fliegerabwehrlehrgang. Einmal Anfang der 90er, dann am Schluss als Kasernenfeldwebel noch am Schluss, da war ich sogar der Spieß, also der Chef von dieser ganzen Einheit da. Und das war für mich, das war kurz vor meinem Ausscheiden, 6 Wochen vorher. Und
Fliegerabwehrlehrgang heißt, da kommt eine Propellermaschine mit einem 1 Kilometer langen Seil und hinten dran ist so ein Schleppsack, der hat auch noch so ein Magnetfeld drumherum und auf diesen Schleppsack schießt man. Und jetzt habe ich mir dann vorgestellt, wie man sich als Pilot fühlt, wenn du auf die Küste zufliegst und du weißt, da stehen jetzt 10 Leute mit Maschinengewehr, meistens nur Wehrpflichtige, die jetzt auf dich zielen. Und damit es eben nicht passiert, kriegt man ein Seil um den Abzugsfinger rum oder um die Hand, die den Abzug bedient. Und hinter dir steht einer, ein Unteroffizier, das ist der sogenannte Zupfer. Das heißt, wenn derjenige anfängt zu schießen, bevor das Flugzeug senkrecht über einem ist, zieht er an der Hand und zieht die Hand weg von dem Abzug, ja. Und ich erinnere mich an ganz kurz nur so, weil es gerade hochpoppt. Ich habe einmal mit einer Zwillingssockellafette geschossen. Das sind 2 MGs mit jeweils 2x100 Schuss. Das ist wirklich so. Und weil du natürlich beim Schießen immer nur den rechten Finger abdrückst, habe ich nicht gleichzeitig beide Finger gedrückt, sondern nur rechts. Und dann hat es mich erstmal weggedreht und die Projektile sind irgendwo eingeschlagen auf dem Meer. Gell? Und das Krasseste, und warum ich jetzt auch davon erzähle, ich bin jetzt nicht euphorisch, aber das ist eine prägende Erfahrung gewesen. Wir hatten da so einen Geländeabschnitt. Wir sind mit den Unimox gefahren und der Beifahrer stand oben in der Lafette drin. Da kann man die Rückbank umklappen und steht man dann im Fahrerhaus drin und oben ist das Maschinengewehr dran. Und ich bin dann als Fahrer eben bis ganz vorne hin und dann hat er da 120 Schuss Dauerfeuer abgesetzt. Und ich saß unten drin und 120 glühend heiße Patronenhülsen sind auf mich runtergefallen. Ich bin mal vorgekommen wie bei Platoon. Und ich hatte noch niemals vorher in meinem Leben so eine große Ablehnung gegenüber dem Militär wie da. Und meine Ablehnung war eigentlich schon so groß, dass ich gesagt habe, ich gehöre da nicht hin. Okay? Also das war so eine prägende Erfahrung, wenn du da plötzlich, das war wie in einem Film wirklich, wenn 100 Patronen auch noch heiß, ja, wenn die dann auf dich runterprasseln, wie in so einem schlechten Film, da habe ich gesagt, so, ich bin mir ganz sicher, dass ich da nicht hingehöre. Und das ist an der Ostseeküste oben bei, wie heißt die Insel? Fehmarn? Mhm. Fehmarn, kurz vor Fehmarn, also ein bisschen westlich von Fehmarn ist das Ganze, ja. Ja, also wie gesagt, mal auf die Landkarte gucken, wenn ihr schon gucken wollt. Ich bin ja damit aufgewachsen. Guck mal, Schönberg und Todendorf, das ist jetzt doch ein Stück weg. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben die Ballerei jeden Sommer, das war Alltag, das war ja noch kalter Krieg, da war noch mehr los. Ständig. Also es war die Hintergrundmusik für den Strand. Ich bin aufgewachsen in dem Landkreis Dillingen und der Landkreis Leipheim nebendran, oder die Stadt Leipheim, das bei Günzburg da nenne, die hatte ein A-10-Geschwader, Thunderbolt, die Warzenschweine. Das sind die Erdkampfflugzeuge, sehr gestrecktes Flügelprofil mit großen Turbinen hinten drauf. Und die haben Erdkampfübungen gemacht bei uns. Also ich erinnere mich als Kind, dass Düsenjäger permanent über uns drüber gechattet sind. Und das war normal damals. Auch Überschallknall ständig. Ja, ja, bum, bum. Also ja. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wir sind in der Nacht aufgewacht, da sind mal 500 Panzer sind durch unser Dorf durchgefahren in einer Nacht. Am nächsten musste die Straße halb neu gemacht werden, weil die über den Gehsteig gefahren sind. Und also das war egal. Jetzt sind wir komplett abgeschweift. Ja. In Jugenderinnerungen, aber es geht schließlich trotzdem um das gleiche Thema wie immer. Krieg, Business. Krieg ist Business. Und das scheint nach wie vor heute noch zu sein. Es ging ja um den Abzug der deutschen Truppen. Wegen mir könnten die eigentlich alle nach Hause fahren. Ganz ehrlich, wieso brauchen wir heute noch Truppen hier? Amerikanische vor allem. Ja, die Russen sind weg, also was soll's. Aber das wissen wir ja, woran das liegt. Ja. Lass uns weiter gucken. Also, wir sind jetzt an diesen Punkten angekommen, die wir eigentlich schon mal zum dritten Mal am Anfang hatten. Fangen wir jetzt also nochmal an. Boah, was für ein... Das ist eine Sendung, also ehrlich. Ich sage nur noch Buck Feiden. Also. Ja. Gut. Kommen wir zum Thema Corona. Also, endlich Corona, meine Güte. Endlich mal wieder was Neues. Also es geht um das Thema Zweiklassengesellschaft. Das Thema der Stunde ist ja wirklich Impfen, Impfen, Impfen. Auf der einen Seite die Leute, die ganze Zeit sagen, hey, wieso seid ihr so unsolidarisch? Wieso könnt ihr euch nicht endlich impfen lassen, wenn es ihr soweit seid? Wir brauchen das, damit es endlich wieder normal wird. Und die anderen sagen, geht's noch? Habt ihr euch eigentlich mal informiert? Wollt ihr euch wirklich freiwillig an einem globalen Genexperiment beteiligen mit eigentlich ungewissem Ausgang? Oder viele Experten wissen jetzt eigentlich schon, wie es ausgeht, nur ist das noch nicht so wirklich durchgedrungen bei den Befürwortern. Und jetzt geht's darum, dass unsere Politiker und Entscheidungsträger tatsächlich sagen, ja, also diejenigen, die geimpft sind, die sollen danach auch wieder mehr Privilegien haben. Sprich,
aktuelles Statement der Kanzlerin. Ja, die, die nicht geimpft sind, dürfen halt auch nicht mehr alles machen. Punkt. So. Und wir wissen ja von ihr, wie sie zu demokratischen Grundprinzipien steht. Es gibt ein Video kurz nach der Wende, wo sie gesagt hat, sie ist ein strikter Gegner aller demokratischen Prozesse. Das funktioniert nie in ihren Augen. Ja, das ist verfassungstreu, ne? Grundgesetz, also egal. Es war eine Jobbeschreibung, also es war ein Bewerbungsinterview sozusagen für höhere Weihen. Hat gereicht, um Minister unter Kohl zu werden. Mhm. Wie gesagt, es ist jetzt ganz aktuell, der Artikel habe ich gerade eben noch geschrieben, weil kam ja gerade die Meldung, der Ethikrat der Bundesregierung hat gesagt, nein, also Sonderrechte für Geimpfte geht gar nicht. Mhm. Haben die Medien sich gefreut, aufgemacht, ne? Also es wird über Sonderrechte gesprochen, aber der Ethikrat sagt, geht nicht. Das Kleingedruckte ist interessant. Er sagt, geht nicht, weil wir noch nicht wissen, ob die Impfung wirklich die Verbreitung von Corona verhindert. Ob also Geimpfte ansteckend sind oder nicht. Das war deren Begründung. Und jetzt muss man dann nur zu Ende denken, wenn sie morgen sagen, ja, die Impfung schützt vor der Weiterverbreitung, dann sind plötzlich solche Einschränkungen oder solche Privilegien für Geimpfte möglich und Einschränkungen für Nicht-Geimpfte auch. Mhm. Geht ja auch in die Richtung, ne? Wir werden ja weich gekocht. Also im Dezember hieß es noch, Impfpflicht kommt nie. Dann hieß es, na, Soldaten müssen es dabei ertragen. Und dann heißt es, Pflegekräfte auch. Wenn die Pflegekraft nicht will, kann sie gefeuert werden. Und jetzt geht es schon darum eben, ne, ob wir die Geimpften in Freiheit lassen oder nicht. Und die Nicht-Geimpften eben nicht in Freiheit lassen. Das ist wie der Koch, der Frosch im Kochtopf. Ja, ja. Wenn man ihn ins heiße Wasser schmeißt, springt er raus, weil er merkt, oh, ist nicht gut. Wenn man das Wasser langsam erhöht, dann... So werden die Deutschen gerade weich gekocht, weil das beobachte ich, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, wie sich das entwickelt hat im Dezember, Januar. Und das ist jetzt die Fortsetzung. Also der Ethikrat sagt auch, Firmen können ja machen, was sie wollen. Wenn eine Firma sagt, sie will nur Geimpfte und Nicht-Geimpfte will sie nicht bedienen, Vertragsfreiheit, da können wir nichts machen. Ja, also schön die Hintertür. Und gibt es ja inzwischen, ne, Airlines, Konzertveranstalter, die alle sagen, na, wir nehmen nur noch Geimpfte. So, und das ist völlig okay laut Ethikrat, weil die Firmen, denen kannst du ja nichts vorschreiben. Bisschen so wie bei YouTube, das ist ja ein privater Konzern, die dürfen ja selber bestimmen, Das ist ein anderes Thema. YouTube ist Presserecht, das ist ein bisschen was anderes. Ja, aber trotzdem, es geht in die Richtung. Also, es ist was anderes. Du kannst einen Bäcker nicht, du kannst ein Restaurant nicht zwingen, jeden zu bedienen. Ein Restaurant hat das Recht, jemandem Hausverbot zu erteilen. Aber es gab auch die Diskussion bei diesen ganzen Sperrungen von Twitter und so, dass die Politiker gesagt haben, Moment, also wenn die das entscheiden, dann müssen die das selber, das ist deren. Ja, aber du machst jetzt ein Fass auf, da müssen wir Presserecht erklären, warum das nicht so ist. Warum das falsch ist. Deckel zu, es war nur ein Gedanke. Ja, weil das ist was anderes, weil hier geht es um Presserecht. Also es geht darum, ich erkläre es dann nochmal kurz. Es geht darum, Medien sind verantwortlich für das, was sie melden. Ja, also du kannst eine Zeitung verklagen, wenn sie über dich Scheiße schreibt. So, kein Thema. Die sozialen Medien, Facebook, YouTube etc., Twitter nicht. Weil die sagen, wir sind ja nur eine Plattform. Was die Leute bei uns schreiben, da können wir nichts für. Wir sind ja keine Redaktion. Mhm. Ja, so haben die sich aus der Haftung geschlichen. Jetzt machen sie aber trotzdem Zensur wie wild, also machen sie redaktionelle Arbeit. Sie nehmen Einfluss auf das, was bei ihnen läuft. Und dafür müssten sie haftbar sein dürfen. Ja, das ist der Punkt. Deshalb ist das nicht vergleichbar. Ein Restaurant kann sagen, den bediene ich nicht, der hat sich ja 8-mal schlecht benommen, das ist, ne, will ich nicht haben. Die Plattformen müssen sagen, entweder sind sie haftbar und dann dürfen sie moderieren und zensieren, wie sie wollen. Dann kann man sich, ne, dann sind sie haftbar, dann habe ich was in der Hand. Oder sie sind nicht haftbar, aber dann dürfen sie eben auch nicht eingreifen. Ja. Und deshalb, Vergleiche in meinen Augen blöd, weil viele diesen Kram nicht kennen. Erkläre es lieber nochmal. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe. Ja. Also, aber wie gesagt, hier beim Impfen geht es darum, dass sie jetzt sagen, ja, also ne, private Firmen, denen können wir nichts vorschreiben. So, und Merkel sagt dann gleich hinzu, ja, wenn dann ne, manche Leute eben nicht mal alles machen können, die sich nicht impfen lassen wollen, selber schuld. Jetzt haben sich manche noch gefreut, Europarat hätte ja dagegen argumentiert, hätte gesagt, nein, geht gar nicht. Darüber dürfen wir uns freuen. Es bringt nur nichts, weil der Europarat ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat, ist nicht die EU. Europarat ist Menschenrechtsgerichtshof. Da ist auch Russland drin, Ukraine, Weißrussland. Ne? Also es ist nicht EU. Und der Europarat kann zwar viel erzählen und Empfehlungen aussprechen, aber keiner ist verpflichtet, sie umzusetzen. Also sprich, das ist nett, wenn die das sagen. Aber ist auch wurscht. Aber
aber eigentlich hat es keine große Konsequenz, ne? Nee, nicht wirklich. Weil die können nicht anweisen, Deutschland, ändere bitte dein Vertragsrecht so, dass ein Restaurant verpflichtet ist und ein Konzertveranstalter verpflichtet ist, auch nicht Geimpfte zum Konzert zu lassen. Dürfen sie nicht. Sie können eine Empfehlung abgeben, sagen, Länder haben wir gehört, finden wir scheiße. Ja, und das wird auf uns zukommen, wenn dann Ich bin bereit, darauf zu wetten. ja. Also, Diesmal musst du jemand anders suchen, weil ich denke, du hast da recht. ne? Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Spannend fand ich in der Pressemeldung wieder, dass diese eine Firma, der Konzertveranstalter, hat ja gesagt, er wird in Zukunft nur noch Leute mit Impfpass in Konzerte lassen wollen. Eventim, gell? Ja. Elektronischer Impfpass, der ausgelesen werden kann. Ich habe schon mal erzählt, in Spanien gibt es eine Datenbank. Die haben eine Datenbank eingerichtet für Impfverweigerer und gesagt, sie geben die auch an die EU weiter. Die EU hat aber gar nicht darum gebeten. Ja? Und jetzt haben wir dann andererseits die Deutschen, die plötzlich sagen, naja, also elektronischer Impfpass, und den müssen wir kontrollieren, bevor einer ins Konzert darf. Ist auch eine elektronische Datenbank. Und wenn das jetzt alle Länder machen, ja, dann haben wir plötzlich in Brüssel eine große Datenbank. Und ich bin sicher, dass die vorbereitet wird, weil stellen wir uns vor, morgen fahren sie Corona-Beschränkungen runter, weil wir sind ja alle jetzt toll geimpft oder viele und nur noch Nicht-Geimpfte dürfen nicht ins Konzert. So, dann sage ich super, in Deutschland geht es nicht, ich fahre nach Frankreich und gucke mir das Konzert da an, wenn irgendwer kommt. So, und die Franzosen können das bei uns angucken, die Nicht-Geimpften. Ja, um das zu verhindern, muss es ein europäisches Modell geben. In der Presse kein Wort darüber, aber anscheinend wird das vorbereitet. Alle reden von elektronischen Impfpässen und Datenbanken. Aber nicht Brüssel. Aber Brüssel muss es am Ende machen. Sonst funktioniert es ja gar nicht. Also, ich bin bereit darauf zu wetten, dass wir in den nächsten Monaten eine europaweite Impfdatenbank bekommen. Uschi wird es schon richtig verkaufen. Oh ja, Uschi, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, bei Uschi machen wir eine Schweigeminute. Nee, das ist mir zu viel verschwendete Lebenszeit. Kommen wir nochmal auf einen Punkt, der eigentlich schon ganz am Anfang gestanden ist, über den wir jetzt auch schon viermal gesprochen haben, aber er ist es wert, auch ein fünftes Mal drüber zu sprechen. Es geht um Tansania. Oder Ja. Tansania, Tansania, Tansania. Ich habe jetzt unterschiedliche Aussprachen. Tansania ist es, glaube ich. Tansania heißt es, gell? Und speziell auch um die Insel Sansibar. Es gibt ein Video vom Spiegel, mal wieder groß Aufmacher. Dieses Land widersetzt sich den Corona-Maßnahmen, kein Social Distancing, keine Masken, kein Hygienekonzept und so weiter und so fort. Und jetzt ganz, ganz viele böse, böse Russen und Deutsche fliegen dahin, um endlich wieder mal am Strand Urlaub zu machen. Und dann hat man da Leute interviewt in diesem Stück, die sich darüber ganz, ganz groß empören. Auch irgendwie ein Mensch im Rollstuhl, der offensichtlich von Polizeikräften angeblich verprügelt worden sein soll, also ein Oppositioneller, der den richtigen Text in die Kamera gesprochen hat. Und der Beitrag endet so mit den Sätzen. Und einige der Rückkehrer sind jetzt auch schon positiv getestet worden. So nach Motto, da unten ist der große Superseuchenherd, das Mass-Spreading-Event in Tansania auf der Insel Sansibar. Und die haben alle nicht richtig verstanden, was eigentlich jetzt gerade die Zeichen der Zeit sind. Das steht so im Spiegel. So, jetzt hast du das aber mal analysiert. Und was steht nicht im Spiegel? Ja, es ist relativ einfach. Also, wie gesagt, die Medien setzen darauf, dass die Leute nicht mitdenken. Und Wenn es ich jetzt mit. funktioniert. Und es Fun funktioniert. funktioniert Ja. wunderbar. Funktioniert wunderbar. Was ist jetzt, also, was wird in dem Beitrag gezeigt? Touristen ohne Maske, die feiern. Das ist böse. Dann kommt der Mann zu Wort, der sagt: Oh, das ist aber gefährlich. Unsere Regierung ignoriert Covid ganz schlimm und so. Und dann kommt eine Frau zu Wort, die sagt: Oh ja, und die Touristen ohne Masken in unserem Dorf finde ich ganz schlimm. Wenn ich jetzt zeigen wollte, wie gefährlich das ist, dann würde ich doch einfach nur die Todeszahlen aus Tansania nehmen und zeigen, die sterben, wie die fliegen. Die haben eine Übersterblichkeit von 200% oder 100, ist ja egal. Könnte man ja zeigen. Kein Wort darüber. Jetzt kann man behaupten, na gut, die Regierung lügt. Ja, die Zahlen sind gefälscht. Okay, die Spiegelleute waren vor Ort. Geht doch mal zum großen Friedhof und zählt die Gräber. Da muss es ja ohne Ende frische Gräber geben, wenn Covid so tödlich ist. Gibt es auch nicht. Hat Billy Six ja in Weißrussland gemacht. Er hat ja in Minsk einen großen Friedhof besucht und durchgezählt nach Todesjahr. Und hat festgestellt, Übersterblichkeit 2020 war nicht, obwohl Weißrussland keine Maßnahmen beschlossen hat. Keine Einschränkungen.
Kein Lockdown, nicht mal eine Maskenpflicht. Wie kommt es dann zu diesen Bildern aus Brasilien? Ich erinnere mich an Drohnenaufnahmen von tausenden Gräbern, die frisch ausgehoben wurden und Leute, die da im Minutentakt angekarrt worden sind. Hat man die alle auf einen Platz gestellt, alle hingepackt aus der ganzen Region? Hast du eine Erklärung dafür? Weil das sind ja offensichtlich die Bilder da waren echte Angehörige, die wirklich Leute verloren haben und nicht nur alte Leute. Und das sind die Bilder, die uns in Beschlag genommen haben. Genauso wie dieses Bild aus New York oder Bergamo. Was haben die da gemacht? Wie werden wir manipuliert oder wie kommt sowas zustande? Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt über diese Bilder aus Brasilien nichts sagen. Ich kann was sagen über Bilder aus Russland. Es gibt ja so Katastrophenmeldungen in Russland, wo ja auch praktisch keine Einschränkungen mehr herrschen. In Russland werden in einigen Städten die Leichenhäuser überfüllt. Und da gab es auch Bilder von. So, und dann stimmte auch. Nur der Grund wurde verschwiegen. In Russland werden Tote generell viel genauer untersucht. In Deutschland kommt ein Hausarzt, schreibt einen Totenschein, Sache erledigt. In Russland läuft das alles ein bisschen anders. Diese ganzen Beerdigungen sind staatlich oder halbstaatlich, sehr zentral. Und Tote werden untersucht. Und wenn Covid-Verdachtfall ist, dann wird untersucht, ist der an Covid, mit Covid oder ohne Covid gestorben, hatte der Covid und so weiter. Und in einigen Leichenschauhäusern war es eben so, dass sie so viele Tote überprüfen mussten, nicht, dass unbedingt viel mehr gestorben sind, aber sie hatten so viele zu prüfen, dass sich deshalb da Stapel gebildet haben. Es war ein Rückstau. War ein Rückstau bei den Untersuchungen der Leichen. Nicht, weil es viel mehr Tote gab. Das heißt, die konnten nicht beerdigt werden, weil diese genaue Untersuchung noch nicht stattgefunden hat und dadurch hat sich das subsumiert sozusagen. Ja, aber es ist ein paar Tage verzögert, die Beerdigung. Ne? Also es ist jetzt ja nicht, dass sie ja wochenlang rumgelegen haben, sondern es war einfach so, dass sie sagten, okay, wir haben jetzt gerade ein bisschen viel zu tun. Ja, und eben nicht wegen einer stark erhöhten Übersterblichkeit, sondern schlicht und ergreifend, weil sie viel mehr Leute untersucht haben, um zu sehen, hat der jetzt was mit Covid oder nicht. Aber offensichtlich reicht es dann aus, um die Bilder zu generieren. Die Bilder werden gemacht. Ja, und zu Italien, ich meine, wir wissen ja alle, ich war am Anfang bei Covid sehr zurückhaltend, weil ich immer gesagt habe, die einzige Zahl, die mir was bringt, ist die Übersterblichkeit. Mhm. Entweder gibt es mehr Tote, dann ist das Ding gefährlich, oder es gibt sie nicht. Da müssen wir reden. Und in Italien habe ich mir inzwischen auch erzählen lassen, also dass die Krankenhäuser da platzen, ist eigentlich jedes Jahr eine Grippesaison normal. Das waren jetzt also auch Bilder, die man auch früher mal hätte aufnehmen können in Italien. Mhm. Das italienische Gesundheitssystem ist auch auf eine normale Grippewelle nicht vorbereitet. So, aber sie hätten jetzt bei Sansibar und bei Tansania hätten sie ja dann zeigen können im Spiegel, ja guck mal hier, die Krankenhäuser sind voll, ist Afrika, da gibt es eh keine Beratung, sterben alle wie die Fliegen. Nein, sie haben stattdessen zwei Leute zu Wort kommen gelassen, die ganz besorgt waren, weil kein Mensch eine Maske trägt. Mhm. Die findest du natürlich, die findest du überall solche Leute, da musst du nur ein bisschen suchen. Ne? Ja, und in Afrika gibt es $5, dann erzählt er dir, was er will ins Mikrofon. Ist ja wurscht, ob er es glaubt oder nicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Argument. Ne? Und wenn sie dann noch schreiben, und es sind schon einige rückreisende Infizierte zurückgekommen, ja toll, und? Da hätten sie doch schreiben können, von den Rückreisen aus Tansania sind schon 4 gestorben. Nein, auch nicht. Infiziert. Die sind nicht mal krank geworden. Ja, also wie gesagt, ich bestreite nicht, dass es die Krankheit gibt. Nochmal, es gibt sie. Hier in Russland hatte ich inzwischen dann die meisten meiner Freunde Covid gehabt. Aber im schlimmsten Fall hatten sie und sagten, war scheiße, war wie eine schwere Grippe, leichte Lungenentzündung etc. Aber das waren die schlimmsten Fälle. Die meisten waren symptomfrei. Die waren eben nur positiv getestet und durften dann erstmal 14 Tage zu Hause sitzen. Also es gibt die Krankheit und manche Menschen sterben dran, aber es gibt viele Krankheiten, in denen wir sterben. Die Frage ist, sind es so viele, dass diese Lockdown-Maßnahmen berechtigt sind? Und das bestreite ich inzwischen vehement. Mhm. Wir müssen übrigens Frank nachher Bescheid sagen, die Sendung sollte nicht auf YouTube hochladen. Für diese Sachen werden wir gleich einen Strike für. Also ich glaube, diese Sendung machen wir wirklich nur auf Nuovi, so auf der Seite. Natürlich. Das müssen wir Frank unbedingt sagen. Ist egal, weiter. Wir sind auch fast am Ende, ne? Haben wir noch was? Ja, und zwar den Lancet. Ach, ja, ja. Ich erinnere mich an den Artikel, auch in diversen Medien, die verschiedenen Artikel, wie sie die im September, Oktober noch den russischen Impfstoff als russisches Roulette bezeichnet haben. Bis Anfang Dezember. Und der westliche Impfstoff, der war dann eben die Glücksspritze, wie es so schön geheißen hat im Bild-Zeitungsdeutsch. Spiegel, es war Spiegel. Ah, ja, das ist auch nicht Spiegel. Ab heute wird Hoffnung geimpft. Die Glücksspritze ist da. Spiegelartikel.
Und jetzt plötzlich The Lancet, also dieses medizinische Fachjournal, das eigentlich so der Standard ist für alle medizinischen Publikationen, gibt diesem russischen Impfstoff die Bestnoten. So. Und zwar in allen Bereichen. Das heißt also, das, was vorher groß verteufelt worden ist, stellt sich jetzt im Nachhinein als die beste Methode heraus, wenn man da und wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Wie ist da die Ratio? Blöd null. Null. Also wir können es mal durchgehen. Ich habe das ja im Artikel aufgezeigt, also Wirksamkeit. Jetzt ist es offiziell bestätigt, was die Russen schon immer gesagt haben. Der russische Wirkstoff ist zu über 90% wirkbar. Lancet sagt 91,6% Wirksamkeit. Zur Erinnerung, AstraZeneca 70%. Und der russische ist ein Vektorimpfstoff, also kein mRNA-Impfstoff, ne, die ja noch nie zugelassen worden sind. Die haben zwar auch 90% Wirkung, sagt Pfizer, aber die Nebenwirkungen und die Langzeitfolgen kennt kein Mensch. Das russische ist ein Vektorimpfstoff, das ist ein erprobtes System. So, und der nächste Witz ist, bei alten Menschen haben wir inzwischen Probleme, viele Impfstoffe wirken bei alten Menschen kaum, bei Corona. Der russische wirkt auch bei alten Menschen über 60 zu 91,8%. Also da ist er besser als die gesamte Konkurrenz. Nebenwirkungen. Russland hat inzwischen über 1 Million Menschen weltweit geimpft. 16 Länder haben den Impfstoff zugelassen. Von nirgendwo wurden irgendwelche Nebenwirkungen gemeldet, die über das hinausgehen, was bei Impfung normal ist. Rötung an der Einstechstelle, leichtes Fieber, Schwächegefühl. Das kann man nach einer Impfung haben. Das wird hier auch gemeldet, aber darüber hinaus nichts. Und auch The Lancet hat jetzt, die haben da eine Studie mit 20.000 Menschen genommen, keine Nebenwirkungen gefunden. So, Handling. Wir haben das Problem, diese ganzen Pfizer-Impfstoffe müssen tiefgekühlt werden. Ein Riesenproblem. 80 Grad, ja, und so. Ja. Transport, alles, riesenschwierig, teuer. Der russische Impfstoff, 2 bis 8 Grad. Jeder handelsübliche Kühlschrank reicht aus für den russischen Impfstoff. Und bei der Produktion, wir hören es ja gerade überall, oh, die Impfstoffhersteller kommen nicht nach, wir haben zu wenig Impfstoffe. Ja, warum haben wir zu wenig? Weil die keine Lizenzen rausgeben, sondern nur auf ihren eigenen Produktionsstätten produzieren, um das Geld voll zu verdienen. Die Russen sagen, willst haben, nimm Lizenz. Ja? Das heißt, jedes Pharmalabor, das dafür ausgestattet ist, könnte morgen in Deutschland den russischen Impfstoff produzieren, wenn Deutschland das machen will. Mhm. Ja, also wir hätten viel mehr Produktionskapazitäten und deshalb eben auch viel mehr Impfstoffe, wenn man die unbedingt braucht. So, auch wieder der russische. Beim Preis, der russische liegt bei $10, die anderen bei $20. Er ist auch noch billiger. Der russische Impfstoff ist in allen Kategorien besser als alles andere, was es bisher gibt. Verkauft man als Mainstream-Journalist so eine Meldung jetzt? Man macht den Vergleich nicht. Der Spiegel schreibt ganz sachlich über den Lancet und sagt, naja, der russische Impfstoff ist jetzt ja bestätigt gut und so weiter und so fort. Jetzt könnte die EU ihn vielleicht zulassen. Mhm. Aber nicht, dass man vorher nur Blödsinn geschrieben hat. Nein, das war ja berechtigt. Das war ja alles wegen der Beschleunigten und überhaupt und so. Und auch nicht den Vergleich. Nicht? Warum soll ich AstraZeneca nehmen, wenn das irgendwie nur 70% Wirksamkeit hat? Oder warum soll ich einen viel teureren mRNA-Impfstoff nehmen, von dem keiner weiß, was der auf lange Sicht im Körper anrichtet? Oh doch, man weiß es eigentlich schon. Man will es nur nicht wahrhaben. Ja, also wie auch immer, also in allen Bereichen ist, so leid es mir tut, jetzt kommen wieder alle rein, Putin-Troll und so, aber es ist nun mal objektiv. Es ist nicht, bin nicht ich, ist The Lancet. Der russische Impfstoff ist in allen Bereichen Bestnote. Ja, schade. Schade aber auch. Ja, blöd. Dumm gelaufen. Ja. Tja, Thomas, dann kommen wir zum wohligen Ende dieser Sendung. Und du hast einen Artikel rausgehauen. Das Leben eines, die kleinen Freuden eines deutschen Auswanderers. Und ich sehe einen Teller mit Currywurst. Bitte, was ist eine Currywurst dir einen Artikel wert? Ja, ganz einfach deshalb. Jeder, der mal länger im Ausland war, weiß das. Es gibt so Dinge, die einem nicht gefallen oder die einem fehlen. Gerade beim Essen. Wir haben so alle unsere Gewohnheiten. Was ist eben, viele kennen das mit dem Brot, wer lange im Ausland war, so deutsches Brot ist irgendwie was anderes. Und eins der Themen ist auch, was ich immer habe, ist Wurst. Du kriegst in Russland keine vernünftige Wurst. Die Russen können keine Wurst machen. So. Alles, was die Russen als Wurst verkaufen, ist für den deutschen Gaumen eine Beleidigung. und das ist nun mal so. Also, und ich habe früher immer aus Deutschland Bratwurst mitgebracht, kiloweise. So 5-6 Kilo Bratwurst hatte ich in meinem Koffer. Und das war auch Tradition. Wenn ich am gleichen Abend so meine Freunde hier aufgeschlagen, die haben Bier mitgebracht, ich habe Currywurst gemacht.
Weil die das auch zu schätzen wissen dann. Ja, die Russen fanden es auch lecker. Also die mögen immer, wenn ich Wurst habe, so Currywurst. Wir kommen vorbei, wir bringen das Bier mit, mach du die Wurst. War eine nette Tradition einfach. Und jetzt habe ich einen freundlichen Leser, der mir Currywurst hat zukommen lassen, weil er verlobt ist mit einer Russin, die durfte nach Deutschland einreisen und ist jetzt nach Petersburg zurückgekommen mit 3 Kilo Bratwurst. Und ich habe eine Bratwurst gegessen. Meine erste Bratwurst seit über einem Jahr. Oh, ich war einfach nur glücklich. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die kleinen Freuden. Ich wusste es, Russland ist nicht gut. Ich wusste es, siehst du, jetzt haben wir endlich den Beweis dafür, wie schlecht dieses ganze große Land ist einfach. Die können keine Wurst machen. Ja. Das ist ganz schlimm. Wurst in Russland ist eine Beleidigung. Ist nur mal, ich kann es ja nicht ändern. Du, dann genieß mal den Rest von deiner Wurst und auch von deinem Rum. Also nicht zu viel, immer nur in Maßen. Und ich glaube jetzt, dieses Pleiten, Pech und Pannenstück für heute, machen wir Schluss. Ich muss das Ganze jetzt irgendwie in eine Form gießen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffe. Ich wünsche dir viel Spaß. Vor allem, weil der Computer so abkackt. Du hast doch gestern schon so viel Spaß beim Schneiden. No comment. Das ist einfach, das ist das Leben eines Cutters. Da ist die Technik, ist immer die halbe Hürde. Wenn du das gesprungen hast, dann da ist es. Also wenn die Sendung erst am 11. Januar kommt, am 11. März kommt, seht es nach. Robert muss jetzt 4 Wochen schneiden. So schaut's aus. Thomas, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns sowieso wieder die nächsten Tage. Du bist ja fast schon beim Homeoffice-Stammteam dabei. Und in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Auch da draußen natürlich. Servus, tschüss, bis bald.